Hier ist die Sendung Macht und Menschenrechte auf Radio Jungle Drum. Guten Abend, mein Name ist Volker Reusing. Heute geht es um das Thema Verdunkelung in Europa. Wir beschäftigen uns da mit verschiedenen Themen. Am Anfang geht es um Zensur. Ich werde nachher sprechen mit Herrn Vassilis Asvestopoulos. Er ist freier Journalist aus Griechenland und Buchautor. Mit ihm werde ich sprechen über das neue griechische Mediengesetz bzw. neue griechische Medienverordnung. Danach kommt ein Interview, was wir gestern vorab aufgenommen haben mit Dr. Daniele Ganser. Da geht es um einen Prozess, der zurzeit in Luxemburg läuft und um seine Einschätzung dazu. Dr. Ganser ist Buchautor zum Thema Gladio. Danach folgt die Synchronisation ins Deutsche von einem Interview mit Richter Ferdinando Imposimato, einem italienischen Richter, der auch sich mit dem Thema Gladio beschäftigt. Und danach folgt eine Diskussion zwischen Sarah Lucia Hasselreusing und mir, wo es um den ganz großen Zensurentwurf geht unter dem Deckmantel des Datenschutzes, die ganz große Zensur-, Überwachungs- und Berichterstattungsverdunkelungsverordnung. Kommen wir nun zum ersten Thema. Ich begrüße ganz herzlich den griechischen freien Journalisten und Buchautoren Vassilis Asvestopoulos. Guten Abend. Guten Abend. Herr Asvestopoulos, Sie haben vor kurzem auf Telepolis bei Heise geschrieben zur griechischen Medienverordnung. Worum geht es dabei? Es geht schlicht darum, dass man versucht, mit allen möglichen Mitteln und Wegen zu verhindern, dass gewisse Nachrichten an die Öffentlichkeit gelangen. Das klingt seltsam, es klingt nach Zensur. Es ist in gewisser Weise auch eine Zensur. Und zwar wird dagegen vorgegangen, dass man die allgemeine Verelendung zur Schau stellt. Das klingt im ersten Moment mal ganz gut, weil die meisten Maßnahmen ja ganz gut klingen. Man soll also nicht zeigen, wie die Leute verelenden. Man soll vermeiden, dass Bettler gezeigt werden, die im Straßenbild überall anzutreffen sind. Was eh verboten ist, ist, hungernde Kinder zu zeigen. Das darf man ja nicht, als Minderjährige sind. Was auch verboten ist, ist dann irgendwelche Kranke zu zeigen. Und was zusätzlich verboten ist, ist jemanden, der festgenommen wird, zu filmen, weil das dann nur der Staatsanwalt gestatten könnte. Also das Recht am eigenen Bild eines Festgenommenen hat ab dem Moment der Festnahme nur der Staatsanwalt. Der Nachteil dieser Verordnung ist, dass es den meisten Menschen gar nicht bekannt wird, dass es zahlreiche Menschen gibt, die unter den Folgen der falschen Sparpolitik leiden. Das in Deutschland wahrscheinlich rüberkommt, also ich habe jetzt im Spiegeltitel gelesen, die Griechen sind reicher als die Deutschen und die Südländer sind reicher als die Deutschen. Das sind immer schöne statistische Spielchen und man sieht die Einzelschicksale nicht. Und man sieht nicht, welche Ungerechtigkeit sich dahinter entwickelt. Wir erleben in Griechenland das vierte Jahr dieser IWF, Restrukturierungsmaßnahmen. Und wenn es in griechischen Medien nicht rauskommt, wie viele Menschen darunter leiden, dass falsch gespart wird, dass im Prinzip nichts geschieht, bis auf die Tatsache, dass Millionen Menschen verarmen. Wir haben 1,5 Millionen Arbeitslose und ich glaube knapp 800.000 Menschen, die überhaupt gar kein Einkommen oder einen Zugang zu einem Einkommen haben, als Familie, als Einzelperson oder whatever. Diese Menschen können schlicht nicht überleben, ohne dass sie betteln, ohne dass irgendjemand ihnen hilft. Es gibt kein Hartz IV. Sie sind versichert. Das heißt auch, dass sie die medizinische Grundversorgung nicht haben. Und nur über freiwillige Organisationen wie die Ärzte ohne Grenzen oder die Ärzte der Welt oder halt auch christliche Organisationen überhaupt einen Zugang zu Medizin bekommen. Das sind Bilder, die man sieht, wenn man über die Straßen geht. Das sind aber nicht Bilder, die man sieht, wenn man in den Rundfunk guckt. Der Anlass für diesen Erlass war eine Art Kleinkrieg zwischen dem Guardian und der griechischen Regierung, als der Guardian ziemlich groß ein Bild gezeigt hatte, was Griechen, Hunderte von Griechen zeigte in die Luft gestreckten Armen, die versucht haben, da ein paar Tomaten, ein paar Orangen, die verteilt wurden von Bauern, zu ergattern. Und das waren also Bilder, die man aus der dritten Welt kennt. Deswegen ist der Guardian auch so sehr in der Diskussion. Wir haben auch beim Guardian angefragt, aber von da aus kam erst noch
keine Reaktion. Scheint sehr aufgeheizt zu sein. Die Stimmung zwischen dem Guardian, weil der Guardian halt eine etwas bekannte Zeitschrift ist, als ich sag mal Telepolis. Und Griechenland ist sehr gespannt, weil der Guardian auch als eine der wenigen Zeitschriften sehr stark über die Rechtsextremisten, sowohl in der griechischen Medienlandschaft, im griechischen Straßenbild und auch in der griechischen Regierung diskutiert. Also es wird auch diskutiert, dass diese Maßnahmen, die das sogenannte Bürgerschutzministerium ergreift, indem es halt Flüchtlinge und Migranten einfach aufgreift und in Lager wegsperrt, dass da irgendwas nicht mit stimmen kann. Weil es gibt auch in Griechenland kein Asylgesetz in der Form, in der wir es in Deutschland kennen. Sprich, dass eine Person, die Asyl beantragt, dann auch nach einer schnellen Prüfung Zugang zu den sozialen Maßnahmen hat, die sie haben müsste. Das wird genauso verschleppt wie alles andere. Das ist eine Sache, die dem Guardian ein Dorn im Auge war. Und natürlich war auch die Refiavi, also Golden Dawn, wie es auch bekannt ist in Europa, einer der Punkte, der vom Guardian immer angeprangert wurde. Das hat dann dazu geführt, dass sich die griechische Regierung verunglimpft fand und mit Drohungen von Klagen, mit irgendwelchen Erlassen versuchte, gegen den Guardian vorzugehen. Die gleiche Situation hatten wir vor 2 Jahren, als die deutsche Presse auf die Griechen losgegangen ist. Also man kann sich erinnern an die Titelbilder beim Fokus, beim Spiegel, bei der Bild-Zeitung, wo vieles überspitzt dargestellt wurde, aber auch vieles den hiesigen Medien dazu diente, Stimmung gegen Europa, Stimmung gegen die Deutschen zu machen und von der eigenen Schuld abzulenken. Sprich, wenn man die eigenen Probleme unter den Teppich kehrt, dann sind es dann immer die anderen schuld gewesen. Und ich denke, so in etwa empfindet es auch im Moment der Deutsche, der sie hört, also wir schaufeln Milliarden nach Griechenland, von denen wahrscheinlich gar nichts ankommt hier, und selber an seinem Hartz IV knabbern muss, wenn er das kriegen kann, und Einschränkungen hat im Gesundheitsdienst, weil ich denke, die Versicherungsleistung in Deutschland ist auch nicht mehr die wir noch 2008 waren, der auch Einschränkungen hat in seiner generellen Versorgung, seiner Lebensqualität, er schiebt auf die Griechen. Er weiß natürlich nicht, dass es nicht die Griechen sind, und der Grieche weiß nicht, dass es nicht die Deutschen sind, die ihm ans Leder wollen. Und wir schaukeln uns da gegenseitig hoch. Und besonders am tragischsten finde ich, dass die Bilder, die dann also wirklich zeigen, worum es geht, wie also die Menschen das erleben, sowohl in Deutschland als auch in Griechenland, weder hier noch dort gezeigt werden. Man zeigt auch hier nicht, dass es Kindergartenprobleme gibt in Deutschland. Man zeigt hier nicht, dass in Deutschland die Zahl der Working Poor, also der Personen, die arbeiten, einen Vollzeitjob haben und trotzdem Hartz IV beantragen müssen, immer größer wird. Also dass auch Deutschland, die deutsche Bevölkerung, stark unter dieser Krise leidet. Und wenn man jetzt in Griechenland die Einwilligung hat von den armen Leuten, von den hungernden Leuten, ja, zeigt uns einen Hilferuf in alle Welt, darf man das dann oder ist das generell Das kann verboten? Man machen, das ist also genauso wie man ein Foto verkaufen will mit einem Bottle Release. Das Problem ist, dass man sehr oft diese Menschen trifft, mit denen ganz kurz spricht und dann lassen sie sich abbilden. Und dann versuchen sie mal einen Obdachlosen dazu zu bewegen, dass er seinen Namen, seine letzte Adresse und alles Mögliche nennt, damit er dann im Fernsehen gezeigt werden kann. Das ist etwas schwierig. Das heißt, dann fangen die Menschen... Er hat Obdachlose gesprochen, die lebten hier in Athen auf den Straßen und bettelten und schickten in irgendeine Familie, zu irgendeiner Familie in ihr Dorf, weil sie sich nicht trauten zu sagen, dass sie obdachlos sind, dass sie ihren Job verloren haben, dass sie nicht mehr auf der Straße leben. Und die dann versuchen, eine Lügengeschichte gegenüber ihren eigenen Leuten aufzubauen. Das sind Menschen, die wollen nicht unbedingt den Namen genannt bekommen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, dann kann man den ja auch nicht im Gesicht zeigen. Man kann eine Kamera aber so halten, dass das Gesicht nicht erkennbar ist. Das bringt auch Probleme. Es gibt allerdings auch ein internes Problem bei den Radiostationen, bei den Fernsehstationen, aber auch bei den Zeitschriften im Land, dass die Chefredaktionen schlicht die Themen, die mit solchen, ich sag mal, humanitären Dramen zu tun haben, nicht in ihren Blättern sehen wollen, nicht in ihren Sendern haben wollen, weil es dem Werbepartner nicht genehm ist, weil man auch als Staat, also der griechische Staat, kann sehr viel steuern über Werbung. Er ist momentan mit das einzig solvente Unternehmen, das hört sich sehr seltsam an, ist aber so, der über staatliche Banken, die also auch vom Staat ja jetzt mit den Rettungsfonds gestützt werden, der über die staatliche Lotteriemonopolgesellschaft, der über den Tourismusverband und weitere Sachen dicke Werbepakete zu vergeben hat,
kann man natürlich auch steuern, wie der Inhalt eines Heftes aussehen soll, wie der Inhalt einer Sendung aussehen soll und was man im Radio sagen kann. Es gibt es ja auch noch den griechischen Presserat. Genau. Das ist eigentlich ein Organ, wo die Presse sich selbst beaufsichtigen soll. Wer hat denn da die Macht und wie wirkt sich diese Verordnung dort aus? Also dieser Presserundfunkrat, den es gibt, das ist nämlich der wichtige. Die meisten Griechen momentan auf den, der größte Teil der Bevölkerung, sich aus dem Fernsehen informiert oder halt über das Internet und dann auch da auch auf dubiose Seiten reinfallen kann, weil es ist ja nicht immer alles so, wie es sich auf den ersten Blick zeigt und manchmal schreibt der eine vom anderen ab, sodass dann der Bürger nicht mehr weiß, wo er dran ist. Also versucht er sich über das Fernsehen zu informieren, wie es in anderen Ländern wahrscheinlich ähnlich sein wird. Da gibt es einen Aufsichtsrat, ein Aufsichtsratsgremium, was entscheiden hat, was darf man zeigen, was darf man nicht zeigen, wann muss ich eine Strafe verhängen. Und dieses Gremium hätte eigentlich vor 2 oder 3 Jahren ausgetauscht werden müssen, ist nicht ausgetauscht worden. Sprich, die Periode, in der die Leute gewählt waren, ist schon längst überschritten, aber sie sind immer noch im Amt. Sie verhängen immer noch ihre Bußgelder und es gibt keinerlei Kontrolle, wer jetzt da drin das Sagen hat. Man weiß also nur, wer da drin ist, aber... Man weiß nicht, wer dahinter steckt und wer da darauf pocht, dass gewisse Sendungen einfach bestraft werden, andere Sendungen nicht. Diese Bestrafung, die entstehen, wenn ein falsches Wort gesagt wird. Also wenn irgendjemand im Rundfunk das Wort, jemand, das hier sehr oft benutzt wird, in Deutschland sagt man immer das Hinterteil, also und in Griechenland wird halt die Genitalien geflucht oder halt im Wort, also die Selbstbefriediger, das ist schon strafbar, ist klar, dass wird eine Strafe verhängt. Dieser Rundfunkrat geht aber nicht genauso scharf dagegen vor, dass zum Beispiel sämtliche Immigranten ins Land, ob das jetzt Flüchtlinge aus Syrien sind, ob das jetzt die sogenannten Wirtschaftsflüchtlinge aus Pakistan sind, oder ob das afghanische Flüchtlinge sind oder Palästinenser oder sonst irgendwas, wird alles als illegale Einwanderer und dann als illegal Einwanderer, als das neues Kunstwort bezeichnet, was eigentlich auch zu bestrafen wäre, es wird nicht bestraft. Es wird zum Beispiel auch nicht bestraft, wenn eine Falschmeldung verbreitet wird. Wenn ein Politiker eine Falschmeldung sagt, das wird nicht sofort bestraft. Es gibt Richtigstellungsgesetze, die muss man aber erstmal gerichtlich durchsetzen. Und da ist der einzelne Bürger meistens überfordert. Er ist auch vollkommen überfordert, in diesem Dickicht an Informationen, die auf ihn reinprasseln, herauszubekommen, was ist jetzt wahr, was ist jetzt Nachricht, was ist jetzt Kommentar. Wir haben in Deutschland ein ziemlich gutes Mediengesetz, was sehr viele Sachen erlaubt und sehr viele Sachen regelt, was nach dem Krieg geschaffen wurde und aus gutem Grund und was verhindert, dass Stationen als Propaganda-Instrumente missbraucht werden können. Sie müssen sich in Griechenland aber vorstellen, die haben einen riesigen TV-Sender, dessen Besitzer ist ein Bauunternehmer. Der Bauunternehmer lebt von Geldern des Staates. Es ist vollkommen klar, wenn es sich um eine Berichterstattung handeln muss, die zum Beispiel die Investitionen dieses Bauunternehmers beleuchten müsste, dass da die Informationen nicht rüberkommen. Dann müsste ein Rundfunkrat eigentlich einschreiten und sagen, ihr habt hier eigentlich ein Pressegesetz und ihr habt eine Aufklärungspflicht, ihr müsst über einige Themen berichten, die die Öffentlichkeit beschäftigen. Das findet nicht statt. Und das ist mit ein Punkt, der die Menschen radikalisiert. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland empfunden wird, wenn man jetzt sieht, dass in Griechenland die Partei der Neonazis die drittstärkste Kraft geworden ist. Oder sie sagen selber, sie wären keine Neonazis, rechtsextrem sind sie auf jeden Fall. Sie äußern Meinungen, die auch im Buch von Mein Kampf von Adolf Hitler ähnlich vertreten worden sind. Sie verbreiten ihre Meinungen. Sie werden nicht kontrolliert. Die Leute sagen, ja, wir sind eine demokratisch gewählte Partei, also haben wir ein Recht, unsere Meinung zu äußern. In Deutschland haben die einen Verbündeten. Das ist nicht möglich. In Deutschland sind die, ich habe mir nochmal angeschaut, welche europäischen Parteien mit welchen zusammenarbeiten. Und da arbeiten die mit der NPD in Deutschland zusammen. Und in Deutschland wird über das Verbot der NPD diskutiert, ob man sie verbieten soll. Da scheinen sie ja von einer ähnlichen Radikalität zu sein. Ich glaube, das ist sogar eine Nummer schärfer, weil diese Gruppe zum Beispiel auch bei Polizeiaufgaben übernommen hat, in gewissen Stadtteilen Athens. Sprich, da patrouillieren die Leute und
übernehmen Polizeiaufgaben, weil die Polizei selbst nicht mehr dazu in der Lage ist, aus Kostenmangel oder auch als Fehlorganisation. Und die Berichterstattung über solche Sachen, das ist eine Aufklärungspflicht, die Medien normalerweise haben sollten. Das kann jetzt nicht der Guardian übernehmen, der ist in diesem Fall sogar bei griechischen Medien übernehmen. Die griechischen Medien müssen auch Folgen darlegen von solchen Sachen. Medien haben auch eine Pflicht, gegenüber den BürgerInnen zu informieren. Demokratie kann ohne die Information der Bürger nicht funktionieren. In deutschen Medien fühlte ich mich ganz gut informiert. Zum Beispiel Le Monde Diplomatique hat darüber berichtet, dass diese Rechtsradikalen es vermischen, einerseits soziale Leistungen für Griechen ehrenamtlich versuchen zu organisieren, aber eben nur für Griechen, und andererseits Misstrauen und Ressentiments gegenüber, vor allem gegenüber Flüchtlingen, aber auch, wahrscheinlich auch gegen bestimmten Ausländergruppen an sich zu verbreiten. Und darüber schweigen griechische Medien? Das wird nicht so thematisiert, zum Beispiel nicht thematisiert werden sollte, man dann behandelt die Sachen nicht bei der Wurzel. Also wir haben hier die Wurzel, dass Griechenland ein Frontstaat der EU ist, wo halt durch die Unterschrift unter das Dublin-II-Abkommen 80% der Flüchtlinge landen. Dass der Staat kann es sich nicht mehr leisten, er kann auch nicht mehr, sag mal, in dem Zustand, in dem er sich befindet, die Asylverfahren vollkommen korrekt abarbeiten. Aber wenn dann selbst Regierungspolitiker, also Politiker der Regierungsparteien, mit ausländerfeindlichen Parolen auffallen, dann kann man sich vorstellen, was im Rest des Landes passiert. Wenn ich dann auch gleichzeitig dagegen vorgehe, dass die Verarmung als Folge der falschen Sparpolitik in Medien thematisiert wird und der Mensch die Verarmung aber erlebt, dann ist die Radikalisierung dieses normalen Bürgers, den ich mal so nennen möchte, vorprogrammiert. Das kommt mir fast so vor, als ob möglicherweise für manchen diese radikalen willkommenes Ventil sein könnten, um abzulenken von der Verarmung und abzulenken von der Frage, wer trägt denn hier die menschenrechtliche, wer trägt die möglicherweise strafrechtliche Verantwortung dafür, dass in Griechenland ja auch Menschen sterben durch die Sparauflagen? Sicher, es gibt Todesfälle. Es gibt laut der Ärztekammer 4.000 vermeidbare Todesfälle im Jahr durch das Fehlen von Betten in Intensivstationen, durch die schlechte Medizinversorgung. Und zusätzlich beklagt das Land nunmehr fast 4.000 Selbstmorde, die zu über 90% aus ökonomischen Gründen stattgefunden haben. Dazu muss man wissen, dass also der Selbstmord in Griechenland mit eines der größten Tabus überhaupt ist. Das ist also ein absoluter Tabubruch, dass sich die Leute selber umbringen. Und selbst darüber dürfen wir nicht berichten. Es ist also in griechischen Medien nicht Usus, dass man über dieses Phänomen weiter berichtet und versucht, aber auch so aufzuklären. Es ist auch nicht möglich, darüber zu berichten, dass die Krankenhäuser tatsächlich unter Mangel leiden. Wenn Sie jetzt als Ausländer hingehen würden und irgendein griechisches Krankenhaus oder einen Verband anrufen würden, um da um Auskunft zu bitten, dann stoßen Sie ja meistens auf die Mauer des Schweigens, dass die Leute sich schämen, gegenüber dem Ausland diese dritte Weltzustände zuzuheben. Und so schaffe ich das, wenn ich dann auch verbiete, dass meine eigenen Medien darüber berichten, dass so ein Thema überhaupt nicht thematisiert wird. Es scheint schon so zu sein, dass die Leute auch misstrauisch sind, wenn man auf Patientenverbände zugeht, wenn da jemand aus dem Ausland anruft. Sicher, weil man weiß nicht oder man rechnet damit, dass man als Grieche die Pfanne gehauen wird, weil die Feindbilder, die aufgebaut werden, wenn ich mich das so vorstelle, also es gibt ja diesen einen Radio- und Fernsehmoderator, der sehr oft von Angela Merkel als Drittes Reich spricht und dies und jenes, und der das sehr stark thematisiert, der einerseits mit dieser Ansprache den Menschen ein Ventil gibt, dass sie sich also abreagieren können kurzzeitig, der auch seine Einschaltquoten hochpusht damit, aber er baut auch riesige Feindbilder auf, weil wenn Sie einen der normalen Menschen auf der Straße fragen, die fühlen sich wie in einer Besatzung. Wie als Kolonie, wie unter der deutschen Besatzungsherrschaft, das wird hier tatsächlich erzählt. Also hat man jemanden, der dafür verantwortlich ist, und man geht der Sache nicht auf den Grund. Tatsache ist, dass die Medizinversorgung besser sein könnte, wenn sie besser organisiert würde. Das ist jetzt nicht Schuld von Angela Merkel in Berlin, das ist Schuld von den hiesigen Politikern.
zur Medizinversorgung. Ja, es gibt einen Link auf der Webseite der EU-Kommission, da kann man sich die Memoranda of Understanding mit den Kreditauflagen anschauen. Da haben wir uns mal angeschaut, Juli 2011 hatte man spätestens eine Statistik zur Verfügung, wie überproportional hoch die Schulden sind bei der Krankenversicherung und in den Krankenhäusern im Vergleich zu dem, was man vielleicht sonst eher in Schulden von Bund, Ländern, Gemeinden erwarten würde. Und man hat da trotzdem gerade im Gesundheitswesen einen der Hauptschwerpunkte bei den Sparmaßnahmen gemacht. Auch nach Juli 2011, da ging es, wenn ich die Auflagen betrachte, erst richtig los. Also die in Athener Krankenhaus gehen, kann es ihnen passieren, dass sie in eine Intensivstation wandern, wo Betten fehlen, und dass sie daneben in einer provisorischen Intensivstation sehen, dass Krebspatienten, die auch zum Teil unter dem Blutkrebs, dem Leukämie leiden, dass die nur einmal die Woche das Laken gewechselt bekommen, was natürlich eine reine Bakterienbombe ist für die Menschen, und das ist fast ein Todesurteil, dass die Laken von zu Hause mitgebracht werden, dass Handtücher von zu Hause mitgebracht wird, dass Verbände von zu Hause mitgebracht werden, ist seit 2011 in den meisten Krankenhäusern Usus, und dass das Toilettenpapier auch mitgebracht werden muss, ist auch ebenfalls Usus. Wenn man dann so etwas sieht, aber gleichzeitig mitbekommt, dass eine Blutkonserve, die in Griechenland getestet wird, mehr als 400 Euro kostet, während die gleiche aus der Schweiz importierte Blutkonserve 150 Euro kostet, dann fragt man sich, ja okay, das Memorandum of Understanding ist korrekt, aber wieso setzt man nicht dort an, wo wirklich Verschwendung stattfindet, sondern macht horizontale Maßnahmen. Und da genau ist der Punkt, wo in Griechenland die Sache falsch angesetzt wurde, dass man schlicht eine kollektive Bestrafung aller durchführt. Und das trifft natürlich am meisten diejenigen, die vorher nicht von irgendwelchen Europartys profitiert haben. Es gibt ja hohe Zuzahlungen, hohe Selbstzahlungen im Gesundheitswesen, teure Medikamente mit hohen Zuzahlungen oder mit neuen Wirkstoffen oder Selbstzahlungen, wenn nach Erfahrung anderer Mitgliedstaaten das Medikament nicht effizient ist oder nicht kosteneffizient. Da hat man sich ja ganz viele Dinge überlegt oder Positivlisten, um ganz viele Sachen nicht mehr zahlen zu müssen an Medikamenten. Richtig, und man hat zeitweise sogar bei den Dialysepatienten Zusatzkrankheiten von der Befreiung chronischer Krankheiten ausgeschlossen. Es ist vollkommen klar, ein Diabetiker leidet sehr oft unter offenen Beinen. Das ist eine Zusatzerkrankung, die mit dem Diabetes zu tun hat. Das ist ein chronisch kranker Mensch. Normalerweise sind chronisch kranke Menschen von gewissen Zuzahlungen befreit. Das heißt, sie brauchen nur 10% oder im Extremfall gar nichts zu zahlen. Aber wenn man dem dann sagt, okay, die Folgeerkrankungen zahlst du bitte mit 25-50%, das kann die Menschen ruinieren in dem Moment, wo man denen auch gleichzeitig die Renten kürzt, wo man gleichzeitig die Löhne runterfährt und wo ich ein Heer von Arbeitslosen produziert habe. Gibt es denn wir reden von einer Arbeitslosenstatistik, die sagt, sie haben 27% Arbeitslosigkeit. Aber man kann es auch anders lesen. Sie haben einen Staat mit zusammen mit den Immigranten knapp 11,5 Millionen Einwohnern, wo 3 bis 3,4 Millionen Menschen arbeiten. Der Rest arbeitet nicht. Wenn man arbeiten jetzt bedeutet, dass sie in einem Monat mindestens einen Tag gearbeitet haben. Das sind die Arbeitnehmer. Da kann sich jeder ausrechnen, wenn ich dann die statistische Verteilung lese, und das ist vollkommen korrekt dargestellt worden in den letzten Medienberichten über reiche Südländer, dass es tatsächlich so ist, dass es hier Leute gibt, die sehr viel mehr Geld haben als in Deutschland. Nur, der Meridian, der ist nicht in der Mitte. Das sind sehr wenig Reiche und sehr viele verarmte Menschen. Ja. Was mir auch auffällt, ist, anscheinend auch bei den ganzen Auflagen, also wir haben verschiedene Memoranda of Understanding durchgeguckt, überhaupt nicht geschaut zu haben, wo liegt denn das Existenzminimum bezogen auf griechische Lebenshaltungskosten. Man schaut nach relativer Armut oder dass man bei den reichen Rentnern mehr kürzt als bei den armen Rentnern, aber man guckt gar nicht, wie viele Leute haben nicht mehr genug zum Leben. Wie ist das in den griechischen Medien? Schaut man in den griechischen Medien denn danach? Was ist denn das Existenzminimum nach griechischen Lebenshaltungskosten? Also das Existenzminimum nach griechischen Lebenshaltungskosten liegt ungefähr beim Doppelten des Mindestlohns. Um es mal als Dimensionen darzulegen, oder beim Dreifachen der Arbeitslosenhilfe, die für 6 bis 12 Monate ausgezahlt wird.
Sprich, die meisten Menschen können praktisch nicht von dem Geld leben. Man hat versucht, irgendwelche, das ist ein Experiment gewesen, genau wie auf Zypern die Sache mit den Konten ein Experiment ist, weil die Eurozone sich vor ein Problem gestellt sah, was man vorher aus irgendwelchen Gründen auch immer nicht bedacht hatte. Man hat festgestellt, dass dieser Markt hier überbläht war. Die Menschen haben, die Regierenden haben gesagt, okay, ich jag mein Bruttoinlandsprodukt hoch, wie mache ich das? Auf Pump. Ich produziere eine Konsumgesellschaft, das ist natürlich vollkommen falsch. Man hat ein riesiges Bruttoinlandsprodukt und finanziere das Ganze durch immer weiter steigende Preise. In den 70er Jahren waren die griechischen Preise ungefähr bei der Hälfte der deutschen Preise und jetzt, glaube ich, könnte ein deutscher Hartz-IV-Empfänger natürlich überlegen, um mal so eine Relation herzustellen. So, das ist klar, ich sehe das jetzt, ich habe aber eine Einheitswährung, kann die Währung nicht abwerten, was mache ich? Ich versuche eine interne Abwertung. Sprich, man kappt alles Mögliche runter. Löhne, Gehälter, man kappt die Renten, man jagt die Steuern hoch. Das drückt auf die Nachfrage. Es hätte eigentlich die Preise senken müssen, hat es aber nicht. Weil der Staat gleichzeitig hingegangen ist und überall die Steuern erhöht hat, die Energiepreise erhöht hat und die Unternehmer jetzt sagen, okay, wir können so aber auch nicht wirtschaften, also müssen wir unsere Produkte verteuern. Und dieses Ungleichgewicht hat zu einem Auseinanderdriften des Verhältnisses der Arbeitslöhne zu den Lebenshaltungskosten noch geführt. Das wäre alles besser gegangen, wenn man tatsächlich hätte abwerten können. Das ist aber im Euro nicht möglich. Man hat auch einen Schwerpunkt gelegt auf Dinge, die wirklich das Leben, die Lebenshaltung verteuern. Man hätte ja auch die Steuern auf Gewinne oder einen Spitzensteuersatz zur Einkommensteuer erhöhen können oder etwas in der Art machen können, was mehr die Reicheren belastet. Da hat man aber die Steuern gesenkt. Man hat die Unternehmenssteuer gesenkt. Ich glaube, das Gegenteil von dem, was in Zypern jetzt verordnet wird, dass da die Unternehmenssteuern rausgesetzt worden sind, hier sehen sie in Richtung 10% die Unternehmen. Wobei der Unternehmer die Privatentnahme nicht nochmal zusätzlich versteuern muss. Und das führt dann dazu, dass Einkommensmillionäre als Steuerpflichtige dann 100.000 Euro angeben. Wenn man das dann in Deutschland sieht, dann sagt man ja, das ist ja ein Volk von Steuerhinterziehern, dass das nicht das gesamte Volk ist, sondern halt eine Spitzengruppe und diese Spitzengruppe auch eng mit der Politik zusammenhängt. Das kann ein deutscher Politiker wahrscheinlich schwer begreifen und er kann auch, da muss ich ihn in Schutz nehmen, er kann auch direkt darauf keinen Einfluss nehmen. Was hat man gemacht? Man hat diese Troika hingeschickt, das sind Verwaltungskräfte, die Zahlen kennen und die sehen die Zahlen, die sehen ihre Statistiken, die wollen gucken, dass ihre Statistiken stimmen. Können nicht politisch denken und sie können auf jeden Fall nicht auf den Einzelfall eingehen. Das wäre eine Aufgabe der griechischen Politik, die sie nicht wahrnimmt. Die Troika bei IWF zum Beispiel hat ja auch eine ziemliche Immunität, straf- und haftungsrechtlich. Ich weiß nicht, wie das bei der EZB und bei der Kommission aussieht. Vielleicht haben sie auch dadurch Maß verloren. Das sind Verwaltungsbeamte. Man darf diese Leute nicht überschätzen. Das sind reine Wirtschaftsfreaks, die ihre Zahlen kennen und die ihre Statistiken lesen können. Das sind nicht Menschen, die jetzt über die Straße gehen und sich das wirklich gebildet anschauen können. Und auch bei diesen Menschen könnte ein medialer Druck, sag mal, im Ungleichgewicht, die erzeugt wurden, mehr ändern als irgendwelche Diskussionen mit Ministerien. Sie müssen sich vor Augen halten, als die Bundeskanzlerin zu Besuch war, die auch weit beschimpft wird in Südländern, da hatte man von der Bundeskanzlerin, von der deutschen Bundeskanzlerin Worte gehört, dass sie vom Leiden der griechischen Bevölkerung Notiz genommen hatte und der griechische Premier sah sich nicht genötigt, was Ähnliches zu äußern. Und da frage ich mich dann als riesiger Beobachter, wer ist jetzt hier näher an den Menschen dran? Dass dann eine EU-Kommission gleichzeitig hingeht und den griechischen Staat, anklagt, dass er sozial ungerechte Maßnahmen gegenüber den Immigranten durchführt, dass er die medizinische Versorgung runterfährt, weiter und so fort. Aber nicht begreift, dass die gleiche Kommission ja in der Troika vertreten ist und gleichzeitig durch diese Troika, durch die Kreditgeber-Troika, auch hier, auch im sozialen Wesen, eine berichtigende Funktion wahrnehmen könnte. Das ist mir nicht begreiflich. Da muss ich also passen. Ich kann es aber nicht nur aufs Ausland zurückführen. Und das ist das Problem,
was wir sowohl in Deutschland als auch in Griechenland erleben, dass wir die Probleme, die unseren Bürgern zugemutet werden, durch den Euro, durch die Euro-Krise, schlicht auf die anderen abschieben. Das ist verständlich, weil wer möchte in Bayern, wenn er Landtag gewählt werden will, eingestehen, dass er selber einen Fehler gemacht hat, wenn er sagen kann, ja, wir zahlen an die Griechen die Milliarden. Vollkommen klar. Oder wer möchte in Griechenland eingestehen, dass ein politisches System, was faktisch seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges mit einer Unterbrechung von 7 Jahren in der Diktatur regiert, alles kaputt gewirtschaftet hat. Da sind diese ausländischen Schuldigen immer willkommen. Wir dürfen aber nicht übersehen, dass der Endzahler in beiden Fällen immer einer ist, das ist der europäische Steuerzahler. Die Griechenland hat ja jetzt nicht als einziges Land, es gibt einige Länder in seiner Geschichte auch schon mehrmals einen Staatsbankrott gehabt. Auch Deutschland ist schon, soweit ich mir im Sinne, ein oder zweimal pleite gewesen. Ich frage mich, ob es nicht mit wesentlich weniger Opfer gegeben hätte und wesentlich weniger Arbeitslose, wenn Griechenland einfach gesagt hätte, sie machen einen Staatsbankrott und wollen keine Hilfsgelder, keine Auflagen. Faktisch ist der Staatsbankrott ja da. Wir sind jetzt also im Prinzip um das goldene Ei herum. In dem Moment, wo die griechischen Banken mit 50 Milliarden Euro aus dem europäischen Bankenrettungsschirm gefördert werden und ich dieses gesamte Bankenwesen Griechenlands momentan mit 2 Milliarden Euro aufkaufen könnte, kann ich nicht davon reden, dass da nichts bankrott ist. Das ist vollkommen bankrott. Das ist mehr als was. Das ist eine Insolvenzverschleppung, die wir hier haben. Aber der Staat kann im Euro nicht bankrott gehen. Er kann aber nicht aus dem Euro austreten. Und wenn er dann austreten würde, dann hätten wir diesen schönen Domino-Effekt, dass Spekulanten dann auf den nächsten, auf den übernächsten spekulieren können. Die Frage ist nur, was würde der Staat, auf wessen Kosten würde der Staat alles sparen, wenn er diese Auflagen nicht hätte? Würde er genauso im Gesundheitswesen sparen? Würde er sozialere Sparmöglichkeiten finden? Wie viel Prozent würde er sich aus eigener Kraft entschulden, auch wenn er dann von niemandem mehr Kredite kriegt und solche Dinge? Das meine ich. Ich weiß es nicht. Also die Erfahrung, die ich jetzt hier in dem Land habe, ist, dass jahrelang immer auf Kosten der sozial Schwachen der Staat sich versucht hat durchzuwursteln. Die berühmte Diskussion, die Sakelakis, das war vor 2-3 Jahren in Medien, dass man also mal gesagt hatte, ja, die Ärzte und Griechenland kriegen ja alle Schmiergeld. Wenn ich einen Oberarzt habe, der vor der Krise 2400, 2500 Euro im Monat bekam, als Oberarzt in einem Krankenhaus, der jetzt dann mit 1200 Euro rumkrebs, der aber Lebenshaltungskosten in vollkommen vergleichbarer Höhe wie in München oder in Frankfurt hat, dann kann sich jeder vorstellen, dass die Hemmschwelle für diesen Menschen, sich bestechen zu lassen, sehr viel geringer ist, als es bei einem normal bezahlten Menschen wäre. Welcher Oberarzt in Deutschland arbeitet jetzt für 2000 Euro brutto im Monat? Nochmal zu der griechischen Medienverordnung zu kommen. Wenn man jetzt nicht die armen Menschen selbst befragt, sondern die Menschen, die mit ihnen zu tun haben und könnten die nicht über deren Schicksale berichten, anonymisiert mit Zustimmung der Betroffenen? Das ist vollkommen klar, aber wenn Sie die heutige Medienwelt betrachten, wir haben also bei den meisten Reportagen, ich weiß nicht, ob das jetzt eine Folge von Big Brother oder von der Mode ist, wir haben immer die Tendenz, dass wir Charaktere einbauen, die wir auch so schön Englisch Character nennen. Sprich, wir bauen unsere Geschichten an einer handelnden Person, die wir als roten Faden durch so eine Reportage laufen lassen, auf. Und wenn ich diese roten Faden kappe, ist die Reportage im Eimer. Was droht denn Journalisten in Griechenland, wenn sie sich daran nicht halten und wenn sie Leute ja selber gezeigt werden wollen, die in Armut leben? Rundfunk drohen Strafgelder. Das heißt, also, da wird die Rundfunkstation zu mehreren 1000 Euro Strafe verdonnert. Weil die Rundfunkstation bis auf 3 öffentlich-rechtliche Fernsehsender und einen Parlamentssender privat sind und selber alle in Miesen stecken, kann sich jeder ausrechnen, dass ein Redakteur, der 2-3 Mal so eine Strafe verursacht, sehr schnell wegkommen kann. Das heißt, dann kann man über Armut in Griechenland als griechisches Medium wie man es gerne machen würde. Nur noch abstrakt oder Leute, die selber nicht betroffen sind, fragen Experten. Nur noch abstrakt oder Leute, die sich selbst namentlich und dann also, ich sag mal, unter voller Aufgabe ihrer
Anonymität bis auf das eigene Bild. Also das eigene Bild ist klar, das wird ja auch dann in jedem Fall gesagt, dass sie also sich vollkommen outen müssen und dann vollkommen ihren Willensstrip sich hinlegen müssen und dann auch noch riskieren dürfen, dass in diesen Sendungen auch von der Gegenseite, sprich man holt sich dann auch immer Politiker aus der Regierung, dass sie dann auch noch angeschnauzt werden können. Dann kann man darüber berichten. Mhm. Das ist wirklich kaum beschreiblich, wie solche Sendungen ablaufen, also auch die Nachrichtensendungen. Wir haben hier 2,5 Stunden Nachrichtensendungen, die von Werbepausen unterbrochen werden und wo andauernd der Kommentar zusammen mit der Nachricht verbreitet wird. Und danach kommentieren mehrere Parteien, also sprich ein Vertreter der Regierungspartei, irgendein Vertreter der Opposition, über diese Nachricht und am Ende weiß der Bürger überhaupt nichts mehr. Wissen Sie, von wem diese Verordnung kommt, wer das eingebracht hat und mit welcher Begründung? War das offiziell wegen des Streits mit Guardian? Dieser Erlass, herausgegeben wurde, der fand direkt statt, nachdem der Guardian das Foto of the Day gewählt hat, und das war dieses Foto von dieser Obstverteilung an arme Bürger in Griechenland. Die haben es auch schön aufgemacht und das Foto sah wirklich dramatisch aus, wenn man so hungernde Leute mit Händen in der Luft, die da nach einer Tüte von Orangen sprechen und auf einem anderen Bild einer Tüte von Tomaten. Direkt danach begann die Diskussion, direkt danach wurde dieser Erlass herausgegeben, damit sowas geschafft wurde. Welche Auswirkungen hat denn dieser Erlass bisher gehabt? Gibt es darüber schon Statistiken oder bekannte Fälle, welche Medien da getroffen worden sind? Statistiken habe ich nicht, aber ich habe wohl Anfragen von Kollegen aus Deutschland, die mich dann fragen, ja, wie ist das jetzt mit den Schulspeisungen in Griechenland? Gibt es da keine hungernden Kinder mehr? Man liest nichts mehr. Effektiv wird es abgewürgt, weil es ist vollkommen klar, die ausländischen Medien informieren sich auch über Agenturen, die informieren sich auch über die inländischen Medien, die wir erreichen. Es ist ja nicht jeder hier vertreten mit eigenen Korrespondenten. Und wenn ein Thema nicht mehr in Medien ist, dann ist es nicht mehr da. Die Verordnung, die verbietet ja auch, wenn jemand verhaftet wird, wenn gegen jemand ein Strafverfahren ist, darüber zu berichten, außer wenn der Staatsanwalt das erlaubt. Genau. Ist da ein Zusammenhang zu erkennen oder ist da eine Auswirkung zu erkennen bezüglich Demonstrationen gegen die Sparmaßnahmen? Also ich kann mich jetzt entsinnen, vor 3-4 Wochen, also wenn ich jetzt bei den Tagen einen Fehler mache, gab es wieder eine Demonstration auf dem Sindangmar-Platz, da gab es Festnahmen seitens der Polizei, da ist die Polizei gegen einen Demonstranten mit Schlagstöcken vorgegangen. Der Mensch, der lag schon auf dem Boden, wurde dann also noch getreten und auch noch geschlagen, das ist sehr üblich hier. Und dann hatten sich acht Kamerateams dran getraut und diese Kamerateams sind mit Tränengas in Schlagstücken taktiert worden, weil es halt ja illegal ist zu filmen. Wir hatten ja keine staatsanwaltliche Erlaubnis in dem Fall. Es hat aber auch damit begonnen, dass wir vor 1,5 Monaten die Festnahme von 4 oder 5 linksgerichteten Terroristen hatten. Darunter war auch einer der Schulfreunde von diesem 2008 getöteten Alexis. Und wer sich noch erinnern kann, dass dann 2008 hier Athen 3 Wochen lang brannte, nachdem ein Schüler von einem Polizisten geschossen worden war. Hm. Man hat die Jugendlichen festgenommen und dann die Fotos im Internet präsentiert. Allerdings mit Photoshop versehen und dabei auch ein paar Fehler gemacht. Die waren also auch flagrant, die Fehler. Das ist die halbe, bei jemandem fehlte der halbe Hals, bei dem anderen war das Gesicht so verzerrt, dass das nicht sein konnte. Sprich, es hat sich gezeigt, dass die Menschen nach der Festnahme verprügelt worden sind. Und sowas will man natürlich auch vermeiden, dass das in Medien erscheint. Dass einer bei der Festnahme keine Anzeichen von Gewalteinwirkung hat und dann halt 2 Tage später, wenn er vor Gericht erscheint, grün blau ist, das ist vollkommen klar, dass er in der Haft geschlagen werden sein muss. Und das darf man jetzt nicht mehr berichten. Also auch offiziell nicht mehr berichten, also offiziell darauf hingewiesen wird. Wenn man sich über Ihre Arbeit informieren möchte, wo kann man das tun? Und meine nächste Frage, und Sie sind auch Buchautor. Welches ist Ihr neuestes Buch, was Sie herausgebracht haben über Griechenland und die Krise?
ich habe jetzt versucht, ein Buch herauszubringen, aber es ist unterwegs, es gibt es doch zu kaufen. Gut, ich mach nicht gerne Eigenwerbung, wo ich mich damit beschäftige, wie diese Europäische Union in diesen Zustand kommen konnte. Also ich habe betitelt, mediale Euro-Kriege, ist es nur die Währung, weil ich vieles an der heutigen Krise auch bei uns Medien sehe. Ich werde auch falsch berichten, dass wir Medien in einer Medienhype nachrennen. Wir waren vor einem Monat alle auf Zypern, haben alle da berichtet, und was erfährt man jetzt über Zypern? Gar nichts. Und in zwei Monaten ist dort wieder das nächste los. Also rennen wir dann wieder hin und berichten oftmals beim nächsten Mal sogar was Konträres zum vorangegangenen Mal. Verwirren unsere Zuschauer. Wir haben in den 70er Jahren in deutschen Medien geschrieben, dass eine Sparpolitik bei einer anhaltenden Rezession falsch ist. Und jetzt propagieren wir das mit all diesen kleinen Feinheiten. Und was das alles mit der EU zu tun hat, habe ich mich in einem weiteren Buch beschäftigt. Ich hatte ein früheres Buch herausgebracht, das war 2011, über Griechenland, was ich eine europäische Tragödie genannt hatte. Wobei mir bei diesem Buch immer angelastet wurde, dass ich keine Lösung präsentiert habe. Ich kann aber auch heute noch keine Lösung präsentieren, weil ich als Beobachter schlicht überfordert bin, einen Lösungsansatz für etwas zu liefern, was wirklich in jede Richtung auseinanderläuft. Es gibt in Griechenland keine moralische Institution, an der man einen Neuanfang jetzt festmachen könnte, in diesem Zustand. Und es wird immer schlimmer. Wobei also hier die Leute befürchten, dass es irgendwann mal krachen wird, dass Gott verhüten möge, muss man dazu fügen. Aber das wird dann das wirkliche Problem mit dem Euro, und dann müssen wir uns dann alle damit auseinandersetzen und dann müssen wir am Ende alle bezahlen. Ich kann nur die Hoffnung äußern, dass wir noch frühzeitig aufwachen und irgendwie eine politische Lösung dafür finden. Dafür muss man ja dann auch hinschauen. Und eine nüchterne Bestandsaufnahme machen. Können. Und das ist das wahrscheinlich auch anders unseres Gespräch gewesen. Weil ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass unsere Politiker eben nicht allwissende Gurus sind. Und dass, wenn da nicht irgendwo ein Druck aus der Öffentlichkeit kommt, dass wir es auch nicht wahrnehmen. Wir können es auch nicht wahrnehmen. Selbst wir, die wir jetzt über Milliarden geredet haben im griechischen Gesundheitswesen, können uns die Summe einer Milliarde Euro ja gar nicht vorstellen. Das sind ja Summen, die nicht unserer eigenen Vorstellungskraft vollkommen entziehen. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Interview. Ich auch. Vielen Dank. Und bleiben Sie bitte noch einen Moment dran. Jetzt kommt erstmal Musik, bevor gleich das nächste Thema kommt. Je suis un pion sur l'échiquier. Le risque a pris place. Mais quelle importance. Un jeu de fou s'est imposé. Je a pile ou face. Quelle existence. Comment as-tu pu croire que sans alliance, tu pouvais me gagner? Tu ne m'as laissé aucune échéance, et l'on a tout cassé. Que nous aurions fait la paire, simple jeu d'expert. Oui, mais tu me perds. Pour toi, ensemble, mais solitaire. Simple jeu d'un père. Oui, mais tu me perds. Cache à supporter juste pour un baiser qu'on va regretter. De cœur brisé, tu dis qu'on se ressemble, non rien de solidaire, la belle affaire. De cœur brisé, tu dis quand on s'assemble, non jamais volontaire, juste pour faire la guerre. Que nous aurions fait la paire, simple jeu d'expert. Oui, mais tu me perds. Oui, mais solitaire, simple jeu d'un père. Oui, mais tu me perds. Vraiment, moi je veux y croire. Que nous aurions fait la paire, simple jeu d'expert. Oui, mais tu me perds. Vraiment, moi je veux y croire. Deux ensemble, mais solitaire, simple jeu d'un père. Oui, mais tu me perds. Vraiment, moi je veux y croire. Come on.
paire. Simple jeu d'experts. Oui, mais tu me perds. À deux, nous aurions fait la paire. Simple jeu d'experts. Oui, mais tu me perds. Deux ensemble, oui, mais solitaire. Simple jeu d'un père. Oui, mais tu me perds. Hier ist der zweite Teil von der Sendung Macht und Menschenrechte auf Radio Jungle Drum am 18. April 2013. Mein Name ist Volker Reusing. Gleich spielen wir ein Interview ein. Das haben wir gestern gemacht mit Herrn Dr. Daniele Ganser. Herr Dr. Ganser hat promoviert über die Geheimarmeen der NATO. Auch bei dem zweiten Thema geht es darum, wo das entscheidendste Dinge vor der Öffentlichkeit verdunkelt werden. Es scheint zurzeit mehr Licht in dieses Dunkel zu kommen. Die NATO hat, das ist schon 1990 rausgekommen, Geheimarmeen gehabt, die eigentlich dafür da gewesen sind, im Falle einer Besatzung, im Falle eines Krieges mit dem Warschauer Pakt, dann Aufstände zu organisieren dagegen. Und diese geheimen Stay-Behind-Armeen sind aber zum Teil in einigen Ländern offenbar zweckentfremdet worden. Man findet schon unter dem Wikipedia-Lexikon zum Thema Gladio einiges. Es gab auch eine Protestresolution damals des Europaparlaments. Aber jetzt gibt es ganz aktuell Bewegungen in einem Fall in Luxemburg. Darüber haben die und in Deutschland die Junge Welt berichtet. Darüber hat berichtet die Tageswoche in der Schweiz. Und wir haben Herrn Dr. Ganser dazu interviewt, wie er die Entwicklung sieht und in welchem, wie er die aktuellen Erkenntnisse aus dem Verfahren in Luxemburg sieht. Bitte um Start des Interviews. Es ist Mittwoch, der 17. April 2013. Dies ist eine Aufnahme für die Sendung Macht und Menschenrechte auf Radio Jungle Drum am 18. April 2013. Heute spreche ich mit Herrn Dr. Daniele Ganser aus der Schweiz. Ja, guten Tag, Herr Dr. Ganser. Ja, guten Tag. Sie haben in Ihrer Doktorarbeit promoviert zu NATO, zu den Geheimarmeen der NATO. Ja. Und das gibt es auch in Buchform. Und in Luxemburg läuft zurzeit ein Prozess zu Gladio und was Gladio in Luxemburg bzw. das Stay-Behind-Netzwerk dort gemacht haben soll. Was ist Ihnen dazu bekannt? Wie bewerten Sie das? Also es ist auf jeden Fall interessant, dass es diesen Prozess in Luxemburg gibt, weil die NATO-Geheimarmeen wurden ja schon 1990 aufgedeckt in Italien durch damals Premierminister Giulio Andreotti. Und damals hat man in ganz verschiedenen Ländern von Europa, also auch in Deutschland, in Frankreich, in Italien, in Griechenland, in der Türkei, in Spanien, Portugal, Dänemark, Holland, auch in Norwegen, Schweden und Finnland zugeben müssen, dass es Geheimarmeen gibt in den jeweiligen Ländern. Und dass die durch die CIA, der MI6, geführt werden und von der NATO koordiniert werden. Und was wir jetzt in Luxemburg haben, ist, dass im Jahre 1990 damals der Premierminister Jacques Santer gesagt hat, ja, es gab die Geheimarmee auch in Luxemburg, aber er hat sich vollkommen überrascht gegeben. Er hat damals gesagt vor dem Parlament, ich hatte keine Ahnung, dass es solche Geheimarmeen gibt. Und das ist jetzt in diesem Prozess widerlegt worden. Man hat jetzt schon, der Prozess läuft erst einige Wochen, hat man schon herausgefunden, schon Dokumente aufgetaucht, die zeigen, dass Jacques Santer sehr wohl informiert war, dass er Dokumente unterzeichnet hatte, dass es Übungen gibt der Geheimarmeen, kurzum,
Kuba dreht sich eigentlich um einige Strommasten, die in den Jahren 84, 85 und 86 in die Luft gesprengt wurden. Und die Frage ist jetzt, ob die Geheimarmee von Luxemburg da beteiligt gewesen ist, also Säure Terror im Inland. Diese Frage ist noch nicht geklärt, aber der Prozess ist auf jeden Fall interessant. Einer der wichtigsten Zeugen scheint ja an Andreas Kramer, ein Historiker aus Duisburg in Deutschland zu sein, der schwere Vorwürfe gegen seinen Vater Johannes Kramer erhebt. Ja, das ist richtig. Das ist bis jetzt im Prozess der interessanteste Zeuge. Andreas Kramer sagt, dass die Stay-Behind-Geheimarmee aus Luxemburg in diese Terroranschläge in Luxemburg involviert gewesen ist. Und er sagt, er wisse das, weil sein Vater Johannes Kramer, der verstorben ist, früher an diesen Anschlägen direkt beteiligt gewesen sei. Und jetzt kommt das Brisante, und zwar als BND-Mann, das heißt der Bundesnachrichtendienst, der deutsche Geheimdienst, hat eine NATO-Geheimarmee gehabt, das wissen wir. Aber auch in Deutschland hat man eigentlich in den letzten 20 Jahren kaum über dieses Thema sprechen wollen. Und jetzt ist also im kleinen Nachbarland Luxemburg ein Prozess am Laufen, in dem eben sozusagen untersucht wird, ob die Geheimarmee in Luxemburg in Terroranschläge verwickelt ist. Und da kommt ein Zeuge aus Deutschland, dieser Andreas Kramer, der eben sagt, ja, das war der Fall, die Stay-Behind-Armee von Luxemburg hat diese Anschläge durchgeführt. Im Moment ist das einfach eine Zeugenaussage. Und Gaston Vogel, das ist der Verteidiger der beiden Angeklagten, das sind also zwei Männer angeklagt, der sagt, man müsse das genauer untersuchen, seine zwei Männer, die eben angeklagt sind, die will er so ein bisschen aus der Schusslinie nehmen und sagen, das war die Geheimarmee. Wenn ich es richtig verstehe, hat die Koordinierung dieser Geheimarmeen, die es eben in verschiedensten NATO-Mitgliedstaaten gab, hatten das NATO-Gremien übernommen, aber die Führung dieser Geheimarmeen ist jeweils in den einzelnen Staaten passiert, jetzt von Militär oder vom Geheimdienst? Genau, das ist richtig. Also es ist ziemlich schwierig, die genaue Befehlsstruktur der NATO-Geheimarmeen wieder aufzuschlüsseln, aber grundsätzlich kann man sagen, dass die NATO die größte militärische Organisation der Welt ist. Mit den USA, die die NATO führen, sozusagen kann man sagen, die NATO wird durch das Pentagon, das amerikanische Verteidigungs- oder Angriffsministerium, wie man es dann auch nennen will, geführt. Das heißt, die NATO hat eine hierarchische Struktur. Und jetzt, heute haben wir rund 28 Länder, die NATO-Mitglieder sind. Und im Kalten Krieg waren es ein bisschen weniger, aber damals war natürlich in jedem Land ein Verteidigungsminister zuständig für die Verteidigung des spezifischen Landes, aber der internationale Kontext wurde durch die NATO koordiniert. Das heißt, die Verteidigungsminister haben sich dann in NATO-Gremien immer wieder getroffen. Und unter dem Verteidigungsminister gibt es ja eigentlich fast in allen Ländern einen militärischen Geheimdienst. Und gerade in Italien, wo wir die Dokumente haben, kann man sehen, dass die Geheimarmee in Italien ist die Gladio, dass diese Gladio-Geheimarmee in Italien im militärischen Geheimdienst eingebaut war. Und zwar so versteckt, dass auch die Politiker und vor allem auch die Bevölkerung oder die Journalisten praktisch nichts davon wussten. Was hat der Prozess in Luxemburg über Gladio-Taten oder Taten vom Stay-Behind-Netzwerk in Deutschland herausgebracht bisher? Bisher ist auch hier wieder die Aussage des Zeugen Andreas Kramer interessant. Er hat gesagt, dass sein Vater, eben Bundesnachrichtendienst, Mitarbeiter Johannes Kramer, der jetzt eben verstorben ist, den kann man nicht mehr fragen, dass der an dem Terroranschlag in München auf das Oktoberfest 1980 beteiligt gewesen sei. Das ist eine sehr spektakuläre Aussage, denn wenn sie wahr ist, bedeutet das, dass in Deutschland natürlich dieser Terroranschlag stattgefunden hat. Das weiß man, das ist unbestritten, diesen Terroranschlag gab es. Aber die Interpretation dieses Anschlages ist eben umstritten. Die einen sagen, das war Gundolf Köhler, ein Rechtsextremist, ein Einzeltäter. Und damit war die Sache eigentlich abgehakt. Das sind also verschiedene Bücher, und auch Dokumentarfilme oder Zeitungsartikel, die
ausgeführt hat. Und jetzt haben wir in Luxemburg erstmal vor einem Gericht einen Zeugen, der sagt, ja, es war so, mein Vater war in der deutschen Geheimarmee und er hat den Anschlag in München ausgeführt. Ich sage immer, wenn das stimmt, dann haben wir Staatsterrorismus in Deutschland 1980, weil, man muss sich das so vorstellen, die Geheimarmeen, das sind Staatsorgane. Das heißt, das ist also das Geld der Steuerzahler, das fließt ja zum Verteidigungsministerium und zum Geheimdienst, auch zu den Schulen und zu den Krankenhäusern, aber es fließt eben auch zu den Geheimdiensten und zu den Offizieren im Militär. Und die haben ja die Aufgabe, das Volk zu schützen. Und das tun sie auch in der Regel. Aber es kann eben dazu kommen, dass es einen Machtmissbrauch gibt. Und in diesem Fall wäre das ein ganz, ganz krasser Machtmissbrauch gewesen. Darum sage ich jetzt mal so, man muss die These, dass die Geheimarmee den Anschlag in München durchgeführt hat, die muss man prüfen. Es ist immer noch nicht bewiesen, aber es ist sehr wichtig, dass man das unbedingt prüfen muss. Hier muss man bei dem Zeugen Andreas Kramer nachhaken. Er müsste eigentlich auch weitere Beweise vorlegen, wenn er denn das kann. Das heißt, vielleicht noch detaillierter berichten zu untermauern oder schriftliche Beweise. Nun gut, die Sache bei München ist so, als der Anschlag vorbei war, hat man eine Spur verfolgt, die führte zur Wehrsportgruppe Hoffmann und zu einem Herr Heinz Lemke. Und dieser Heinz Lemke hatte ein großes Waffenlager, das hat man dann ein Jahr nach den Anschlägen entdeckt, in der Lüneburger Heide. Und die Polizei hat diesen Heinz Lemke befragt und es ist komisch, dass man das erst ein Jahr später gemacht hat, weil die Terroristen rund um Gundolf Köhler hatten schon gesagt, ja, wir haben Kontakt zu diesem Heinz Lemke und der versorgt uns mit Sprengstoff und Waffen. Und die Frage ist, wurde der Terroranschlag in München, den es ja ohne Zweifel gab, ja, da gab es viele zivile Opfer, wurden diese Terroristen durch ein Waffenlager der NATO-Geheimarmee versorgt. Und es ist ganz klar und erwiesen, dass alle NATO-Ländern diese Geheimarmeen unabhängige Waffenlager hatten mit Sprengstoff und Munition und Granatengewehren, weil die Doktrin war ja im Kalten Krieg, dass wenn die Sowjetunion in Westeuropa einmarschiert, dann müssen diese Stay-Behind-Geheimarmeen in besetzten Gebieten als Resistance und als Guerilla kämpfen und dafür brauchten sie ja Waffenlager. Also hat man in Belgien und auf Wiesen und in Italien auch auf Friedhöfen diese geheimen Waffenlager angelegt als Verstecke. Auch in der Schweiz gab es eine Geheimarmee P26, hat also Waffenlager in den Bergen und hat sie versteckt. Das ist heute alles bekannt. Der Forschungsstand ist hier absolut klar. Was nicht klar ist, ob dieses Waffenlager von Heinz Lemke für den Anschlag in München benutzt wurde. Und als die Polizei Heinz Lemke fragen wollte, 1981 war das, da war der erhängt in der Zelle. Und Andreas Kramer, der Zeuge im Prozess in Luxemburg, sagte eben wieder, ja, hier habe man eben dafür gesorgt, dass der Mann nicht aussagen konnte. Wie bewerten Sie den Prozess und auch vielleicht, dass diese Dinge so spät erst ins Licht der Öffentlichkeit kommen, wenn es denn zutrifft, was der Zeuge Andreas Kramer sagt, für die luxemburgische Politik, insbesondere für den Regierungschef Jean-Claude Juncker, der ja auch schon seit vielen Jahren regiert. Nun gut, es ist immerhin gut, dass es in Luxemburg einen Prozess gibt. Ist natürlich für Juncker und auch vor allem für Santer, ist das delikat, ja, weil das Misstrauen der Bevölkerung nimmt natürlich zu, wenn sie hören, dass es Geheimarmeen gegeben hat, wenn sie hören, dass möglicherweise der Staat in Terroranschläge verwickelt ist, wenn sie hören, dass die NATO hinter dem Rücken der Demokratie verdeckte Operationen durchführt, ist dann immer die Frage, was von diesen Geschichten kann bewiesen werden und was ist nur einfach eine Geschichte. Aber wenn die Leute das ja hören, das hören wir in Luxemburg jeden Tag, dieser sogenannte Bommelaire-Prozess, das ist also wirklich in Luxemburg eine große Sache, die Medien berichten die ganze Zeit darüber, dann bedeutet das eigentlich eine Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte. Es ist daher ein wichtiger Prozess, aber wir wissen im Moment noch nicht genau, was dabei herauskommt. Man muss im Kopf behalten, 1990, als der italienische Verteidigungsminister
italienische Premierminister Giulio Andreotti gesagt hat, die NATO hat Geheimarmeen, hat die NATO zuerst gesagt, nein, stimmt nicht. Und am nächsten Tag musste sie sich korrigieren, hat gesagt, stimmt, aber wir können nichts dazu sagen, das ist top secret, das sind höchste Geheimhaltungsstufe. Und das hat damals schon für große Irritation gesorgt. Das ist eigentlich immer bei militärischen Skandalen, das ist so, dass heißt, die Bevölkerung dann wissen will, gab es die Geheimarmeen, was haben sie gemacht und haben die einfach auf die Sowjets gewartet und wenn die Sowjets nicht kamen, haben die Terror im Inland gemacht oder haben die Leute überwacht etc. Das ist dieses Misstrauen, das ist in der Luft und vor allem in Luxemburg ist noch völlig offen, wer am Schluss überhaupt verurteilt wird oder ob die zwei Angeklagten, die übrigens Mitglied sind bei der Brigade Mobile de la Gendarmerie, das ist ein Teil, Spezialeinheit der Polizei, ob jetzt sozusagen diese verurteilt werden oder freigesprochen werden. Am Schluss bleibt dieses Gefühl, ja, ist der Staat jemand, der mich schützt und ist der Staat jemand, der mich durch Terror bekämpft und manipuliert. Dieses zwiespältige Gefühl ist das, was ich der Friedensforschung und auch der Menschenrechtsforschung ist eigentlich das Problem, weil wir wollen ja nicht, dass die Leute am Schluss völlig den Glauben an die Demokratie verlieren. Ich glaube, es gibt keine Alternative zur Demokratie, man braucht sie, aber der demokratische Prozess bedingt eben auch, dass Fehler aus der Vergangenheit ausgearbeitet werden, dass Verbrechen aus der Vergangenheit durchleuchtet werden und dass man dann irgendwann zu einem Prozess der Vergebung kommt und sagt, gut, das ist geschehen, wir schauen jetzt, was in Zukunft nicht mehr passiert. Welche Auswirkungen hat der Prozess auf die Schweiz? In der Schweiz gab es ja auch dieses Netzwerk P26, das Sie erwähnt haben. Genau, also wir hatten hier diesen Herr Andreas Kramer auch in Basel bei der lokalen Zeitung Tageswoche. Ich habe ihn da dann auch getroffen und gesprochen. Und da hat er gegenüber dem Journalisten erklärt, die Schweizer P26 habe Strommasten gesprengt hier in der Region Basel. Das hat hier auch für großen Wirbel gesorgt, weil der Chef der P26, der Efrem Catalan, der ist bekannt, also in der Schweiz ist der Name des Chefs der Geheimarmee bekannt. Es sind auch einige Mitglieder der Schweizer P26 sind bekannt, weil wir hatten hier in der Schweiz eine parlamentarische Untersuchung. Als 1990 diese Dinge aufflogen, hat man in der Schweiz, das Parlament hat eine Untersuchungskommission eingesetzt und die hat einen öffentlichen Bericht publiziert. Und das ist eigentlich sehr, sehr wertvoll. Die Wissenschaft kann sich jetzt auf diese Daten stützen und sagen, das ist ein Untersuchungsbericht des Parlaments. In Deutschland gab es eine solche Untersuchung nicht. In Frankreich gab es das auch nicht. In Belgien gab es eine Untersuchung der Geheimarmeen und einen öffentlichen Bericht. Und auch in Italien gab es das. Das Wesentliche jetzt bei der P26 ist, dass der Chef der P26 vehement abstreitet, dass die P26 diese Masten gesprengt habe. Also es geht auch hier in der Schweiz darum, wer hat die Strommasten gesprengt. Das ist weitgehend unklar, das ist auch in Luxemburg unklar. Aber es ist natürlich interessant, wenn wir jetzt Leute haben, die sagen, das war die Geheimarmee und wir haben ehemalige Mitglieder der Geheimarmee, die sagen, das waren wir nicht. Da ist der Forscher, also ich als historischer Forscher, der steht da mittendrin und fragt sich, was stimmt jetzt, wer hat recht? Und da ist die Frage lanciert und dann muss man einfach weitere Daten finden. Herzlichen Dank für das Interview. Ja, sehr gern geschehen. Ja, die Sendung Macht und Menschenrechte am 18. April 2013 auf Radio Jungle Drum. Als nächstes hören Sie gleich die deutsche Synchronisation eines Interviews mit dem Richter Ferdinando Imposimato. Herr Imposimato ist ein bekannter Richter aus Italien. Er hat auch bei Prozessen gegen die organisierte Kriminalität hat er sich einen Namen gemacht. Und vor kurzem gab es ein Interview von ihm, was man auch auf Voltairenet findet. Dort unter dem Titel Terrorismus Doppelpunkt der Richter Imposimato beschuldigt den Bilderberg. Und Richter Imposimato sagt dort, dass er ein Dokument wiedergefunden habe aus dem Jahre 1967.
welches darauf hindeutet, dass das Bilderberg-Netzwerk in die Anschläge der von dem italienischen Stay-Behind-Netzwerk Gladio zu dem NATO, was zur NATO gehört, verwickelt sein könnte. Wenn man sich anschaut, zum Beispiel Wikipedia-Lexikon, da ist die NATO ja mal einsilbig gewesen bezüglich der Frage, ja, wie konnte es dazu kommen, dass diese Stay-Behind-Netzwerke in einigen Ländern missbraucht worden sind für Terroranschläge hier im Westen, für Meinungsmanipulation hier im Westen. Und viele Leute haben gedacht, dass es eher aus der NATO selbst kommt. Nun verdächtigt ein bekannter italienischer Richter zumindest auch das Bilderberg-Netzwerk. In unserer letzten Sendung Macht und Menschenrechte Anfang April ging es ja auch um das Bilderberg-Netzwerk. Bilderberg ist ein Netzwerk, wo sich Vertreter von einigen der größten Banken der Welt treffen, Medienvertreter, weitere Konzernvertreter, Politiker, und wo man sehr viel diskutiert über die weitere Entwicklung der EU, weitere Entwicklung der NATO. Und unser Kollege Josh von Radio Jungle Drum hat dieses Interview ins Deutsche übersetzt, um auch hier in Deutschland die Debatte anzustoßen und damit auch unsere Medien auch weiter am Thema dranbleiben. Hat Bilderberg etwas damit zu tun? Ja, bitte um Abspielen des Interviews, der Synchronisation. Der Anti-Mafia-Richter Imposimato beschuldigt die Bilderberg-Gruppe. 30 Jahre nach der Attentatswelle und immer noch keine Wahrheit. Wie ist das möglich? Nein, einen Teil der Wahrheit haben wir aufgedeckt. Die Sachen sind jetzt klarer. Es gab Beihilfe des Staates oder von Teilen des Staates mit der Mafia, dem Terrorismus und der Freimaurerei. Komplizenschaften, die über eine Organisation, Gladio genannt, zusammenschmolzen. Oder Stay Behind, eine internationale Organisation von der CIA betrieben. Das alles ist jetzt gut belegt. Vorher war das Science Fiction, heute ist es eine Realität, die andauert. Eine Reihe von Attentaten, um den Staat zu destabilisieren. Mit welchem Ziel? Nicht um den Staat zu destabilisieren, sondern um die politische Dynamik zu hindern. Um das politische Gleichgewicht von rechts auf die Zentrale und dann nach links zu verlegen. Sie haben das gemacht. Nicht für einen Staatsstreich, sondern um die Macht zu stärken, die öffentliche Ordnung zu destabilisieren, um die politische Macht zu stabilisieren. Und ihre Untersuchungen hat sie zur Bilderberg-Gruppe geführt. 30 Jahre, bevor wir alle von ihrer Existenz erfahren. In Wirklichkeit war es Emilio Alessandrini, der sie entdeckt hat. In einem Dokument, das ich durch ein Wunder wiedergefunden habe, habe ich den Namen dieses Dokuments aus dem Jahre 1967 aufgenommen. Und nachher fand die Bilderberg-Versammlung statt, die sich in Rom abhielt und von der keine einzige Zeitung gesprochen hat, außer der Da Gospia. Und nun diese Gruppe Bilderberg. Man muss dieses sehr wichtige Dokument studieren, das ich zitiert habe. Es sagt, dass die Bilderberg-Gruppe eine der Verantwortlichen der Strategie der Spannung ist und daher auch der Attentate dieser Gruppe Bilderberg, haftbar für die Attentate. Man findet dort Regierungsmitglieder oder Nahestehende der politischen und der Unternehmerwelt. Unverständlich, dass niemand auf dem Laufenden war. Aber das sind solche Sachen, die die Bilderberg-Gruppe macht. Sie führt die Welt und die Demokratien in einer unsichtbaren Weise, um die demokratische Entwicklung dieser Demokratien zu manipulieren. Grazie, danke. Hier kommt der vierte Teil der Sendung Macht und Menschenrechte auf Radio Jungle Drum am 18.04.2013. Gleich, hier ist Volker Reusing, gleich wird meine Frau Sarah Lucia Hassel-Reusing mir ein paar Fragen stellen zu einem EU-Verordnungsentwurf, Aktenzeichen 2012-00-11-COD, was ein wahrer Zensurüberwachungs- ja, und Berichterstattungsverdunklungsverordnungsentwurf ist und unter dem Deckmantel eines angeblichen EU-Datenschutzverordnungsentwurfs daherkommt.
Ich übergebe das Mikro an Sarah Lucia Hasselreusing. Um welche Verordnung geht es? Ja, EU-Verordnungsentwurf 2012-0011 COD. Über diesen Entwurf, der ursprünglich am 24. oder 25., ich glaube am 25.01.2012 eingebracht worden ist, ins Europaparlament, dort in erster Lesung durch. Dann hat der EU-Ministerrat dazu noch weiter beraten. Er hat es nicht sofort beschlossen. Es ging zurück ans Europaparlament. Dort ist jetzt ein geänderter Entwurf da seit 16.01.2013, wo die maximale Höhe der Bußgelder etwas entschärft worden ist. Es ist die Macht der EU-Kommission ein bisschen herabgesetzt worden. Es sind aber auch manche Dinge weiter eher noch verschärft worden. Und ja, man vermischt da einen Entwurf, wo es darum geht, die Berichterstattung, die Freiheit des Internets einzuschränken, vermischt man da mit Datenschutz und mit drakonischen Bußgeldern, die bis zu 1 Million Euro sein können. Und daneben macht man noch Haftungsvorschriften, Strafvorschriften will man machen. Ja, in diesem Gespräch soll es ja nicht so sehr, also jetzt um die Datenschutzverordnung gehen. Wo kann man denn mehr erfahren? Ja, also ich wollte die Artikel aus Zeitgründen jetzt nicht genauestens auseinandernehmen. Dazu gibt es schon mehrere Veröffentlichungen. Einmal bei unser Politikblog. Sarah und ich haben ja selber das ehrenamtliche Medium unser Politikblog. Da haben wir einen Artikel gemacht, wie ein Bankkreis der Angst, und auch ein Video dazu. Dann gibt es ein Interview, was Aristoblog mit mir gemacht hat. Da ging es um EU-Datenschutz-Grundverordnung als Zensurinstrument, so heißt es. Und im März 2012 haben wir ein Video gedreht, einen Artikel geschrieben, EU Privacy Lie and its Militarist Backgrounds, wo wir Verbindungen aufgezeigt haben für Leute, die sich in militaristischen Netzwerken oder Denkfabriken befinden und ausgerechnet die auch diesen Verordnungsentwurf befürworten und am Anfang auch mit vorgestellt haben, sodass sich die Frage stellt, wie weit da militaristische Interessen damit reinspielen. Ich würde doch nochmal nachfragen, also welches Video würdest du denn empfehlen, wenn man also nicht vollständig einsteigen will, aber trotzdem kapieren will, also was hat man? Ja, also das EU-Datenschutzverordnung als Datenschutzgrundverordnung als Zensurinstrument, das würde ich empfehlen. Und umfangreicher vom Aristo-Blog und umfangreicher wie ein Bankkreis der Angst, von was wir auf unserer Politikblog gemacht haben. Ja, dieser Verordnungsentwurf, die EU hat einmal überhaupt keine Rechtsgrundlage dafür, Datenschutz zu machen, Datenschutzverordnung oder Richtlinien zu machen im privaten Bereich. Sie darf eigentlich unsere Daten nur schützen nach Artikel 16 AEU-Vertrag. Dafür hat sie eine Ermächtigung, soweit es um die Behandlung unserer Daten geht, durch die Institutionen der EU und durch die Mitgliedstaaten, soweit diese EU-Recht umsetzen. Und genau das, da schützt es nämlich nicht. Die EU-Institutionen sind ausgenommen bei diesem Verordnungsentwurf, aber alle anderen, die würden getroffen. Wobei man allerdings Ausnahmen machen kann, aber nur diese Ausnahmen, die Mitgliedstaaten anmelden. Für den Schutz der Meinungs- und Pressefreiheit sind die Mitgliedstaaten sogar aufgerufen im Artikel 80, soweit ich mich entsinne, dass dort sie Ausnahmen machen sollen, was notwendig ist für die Meinungs- und Pressefreiheit. Aber alles, was sie vergessen oder nicht an Ausnahmen haben wollen, würde voll getroffen. Selbst die Behörden würden voll getroffen davon, wenn die Mitgliedstaaten da nicht ihre Ausnahmen anmelden, bis auf die Behörden im Bereich der Strafverfolgung. Ja. Wie sieht es mit dem Zeitrahmen aus? Ja,
gab über den neuen Verordnungsentwurf, der ist ins Europaparlament eingebracht. Darüber soll voraussichtlich im Juni entschieden werden. In den mitgliedstaatlichen Parlamenten, da wird ja auch drüber diskutiert, aber über EU-Verordnungen entscheidet ja das EU-Parlament und der Ministerrat. Da scheint alles ungebremst voranzugehen. Der EU-Ministerrat hat laut deutschen Wirtschaftsnachrichten noch einige Änderungswünsche wegen der Bürokratielasten für die Wirtschaft. Und ich habe eigentlich noch nicht gelesen, wie weit diese Änderungswünsche gehen und ob das ganze Verfahren dadurch hinausgeschoben würde oder ob das jetzt erstmal, was befürchte ich, im Juni durchs Europaparlament geht, wenn die Leute nicht genug vorher informiert werden, dass es gar nicht in erster Linie um Datenschutz geht, sondern um Zensur, Überwachung und bestimmte, dass man bestimmte Arten von Nachrichten damit einfach verfolgen kann, ökonomisch. Ja, dass es da im Europaparlament durchgeht und dann hinterher nur noch am Ministerrat hängt. Wer ist betroffen? Ja, betroffen sind alle Leute, die mit über konkrete Personen, über einzelne Menschen, natürliche Personen, deren Daten verarbeiten oder Informationen über diese verbreiten und dies mit halbautomatischen oder automatischen Hilfsmitteln tun. Das heißt, auch Medien sind betroffen, auch Zeitungen werden automatisch mit Maschinen hergestellt. In besonderem Maße zielt es aufs Internet. Und das heftigste Instrument daran ist die Folgenanalyse. Da hat man so eine dreistufige Zensur- und Überwachungsstruktur auf nationaler Ebene, eine Überwachungsbehörde, dann hat man darüber eine EU-Datenschutzbehörde und darüber die EU-Kommission. Und man müsste für Datenverarbeitung, aber auch für Berichterstattung, für jedes einzelne Mal müsste man da eine Folgenanalyse einreichen. Und da können einem schon Bußgelder verhängt werden, wenn diese Überwachungsstruktur meint, dass die nicht... Ja, ich hätte aber eigentlich gerne gewusst, wer betroffen ist. Also natürliche Personen, wer sind denn die natürlichen Personen? Ja, aber wenn man über Menschen entweder deren Daten verarbeitet oder über diese berichtet, betroffene Personengruppen zum Beispiel, wenn die nicht ausdrücklich ausgenommen werden, die Presse, die Blogger, jeder, der im Internet was postet, Leserbriefschreiber, Politiker. Politiker reden im Wahlkampf ständig über andere Menschen, meistens über Politiker von der Konkurrenz. Betroffen Menschenrechtler, auch die reden über konkrete Menschen. Betroffen ja, jeder, der mit automatischen Hilfsmitteln über andere berichtet. Hier, selbst Flugblattherstellung macht man doch meistens mit dem Computer. Automatische Hilfsmittel. Man müsste die betroffene Person, über die man da berichtet, auch fragen. Das ist bis zu einem gewissen Grad sicherlich, kann man das sicherlich noch angemessen machen, auf eine angemessene Art und Weise. Aber informieren heute, fragen heute die Zeitungen, fragt das Fernsehen jeden, über den man Bericht erstattet. Und wenn man wirklich, kann das verhältnismäßig sein, wenn die Person Nein dazu sagt, wenn man über die dann nicht berichten darf? Das heißt, jeder, der nicht will, dass über ihn im Internet oder in der Presse etwas berichtet wird, könnte das untersagen, könnte das auch mit diesen riesigen Bußgeldern verfolgt werden. Es gibt auch heftige Aufzeichnungspflichten, Artikel 28. Kannst du mal beschreiben, also was so die heftigsten Sachen oder besser gesagt also die grundlegendsten heftigsten Sachen in dieser Verordnung sind? Und kannst du das mal einfach beschreiben, also dass das also der Hörer also auch versteht, also wer, also ob er selber betroffen ist. Also es könnte ja sein, also dass also ein Leserbriefschreiber, also zum Beispiel in der Taz oder beim anderen Medium also einen Leserbrief schreibt und auf einmal also kriegt er also ein horrendes Bußgeld, also von 1 Million Euro. Der wird sich ja wohl so einen riesen Schreck kriegen. Ja, also diese Folgenanalyse ist für alles, was
gegenüber einem potenziell unbegrenzten Empfängerkreis Informationen verbreitet wird. Und wenn jemand einen Leserbrief schreibt und der zur Veröffentlichung im Internet ist, dann ist das ja ein potenziell unbegrenzter Leserkreis. Und jeder Leserbriefschreiber müsste auch solch eine Folgenanalyse einreichen. Das Schlimme ist, dieses Bußgeld von bis zu 1 Million Euro droht einem nicht nur, wenn man die Folgenanalyse unterlässt, sondern auch, wenn man eine Folgenanalyse macht und die für unzureichend befunden wird. Jetzt könnte man natürlich nie, so viele Bürokraten kann man da gar nicht mit beschäftigen, alle Leserbriefschreiber, die keine Folgenanalyse machen, jeden Blogger, jeden Politiker, der keine Folgenanalyse macht, wenn er über die politische Konkurrenz redet, die könnte man nie alle gleichzeitig kriegen. Also ist es absehbar, dass man das selektiv einsetzen würde. Und außer veröffentlichtem Internet könnte diese Zensur Behörden auch festlegen, die EU-Kommission, dass man bestimmte Themengruppen, für diese auch eine Folgenanalyse machen muss, auch wenn es nicht im Internet verbreitet wird. Das heißt, bestimmte Themen könnte man dann aus den Zeitungen, aus dem Fernsehen, aus dem Radio auch verbannen, weil die Leute ja immer Angst haben müssen, dass, wenn ihre Berichterstattung der Kommission nicht gefällt, dass sie dann sagen, ihr habt eine unzureichende Folgenanalyse gemacht. Wer auch betroffen wäre, es gibt ja beliebte Internetaktionsnetzwerke, das gibt es im Bereich Umweltschutz zum Beispiel, wo man da massenhaft E-Mails an Leute schreiben soll. Oder Internetaktionsnetzwerke wie Kampakt zum Beispiel oder wie Avast, die per E-Mail ganz viele Menschen informieren über Themen. Auch die haben vorher eingewilligt, aber wenn die E-Mail-Adresse benutzen und den Themenbereich nur ein bisschen ausweiten, ist die Frage, reicht dann die Einwilligung noch oder drohen denen auch solche Bußgelder? Was auch eine sehr heftige Sache ist, die sehr beworben wird, das Recht auf Vergessenwerden im Internet. Was aber nicht gesagt wird, dabei ist dieser Artikel 17 des Verordnungsentwurfs, bei dem Recht auf Vergessenwerden, da wird von dem, der im Internet etwas verbreitet hat, verlangt, dass er dafür Sorge trägt, wenn der, über den er etwas geschrieben hat, das nicht mehr will, dass das im Internet steht, dass da nicht nur an der Stelle, wo es veröffentlicht wurde, rausgenommen wird, sondern auch alle Links, die weltweit dahin gesetzt worden sind, das heißt, die müssten entfernt werden. Und wenn man das nicht macht, drohen wieder Bußgelder. Und der Betroffene, über den man da redet, über den man Nachrichten verbreitet, der könnte auch erst einwilligen und dann sagen, nö, hinterher möchte er es doch nicht mehr, dass es diese Berichterstattung gibt. Das ist zugleich auch ein riesen Eldorado, was man da für die Abmahnwirtschaft schaffen würde. Die Berichterstattung im Internet, freie Rede im Internet, würde total auf den Kopf gestellt. Was heute ein Raum freier Diskussion ist, das würde zu einem Riesenraum der Angst und der Überwachung werden. Die Leute würden alle Angst kriegen vor diesen riesen Bußgeldern. Die würden anfangen, sich selbst zu zensieren. Und zu den Themen, die die Kommission vorgeben würde, würden sich auch die Printmedien und Fernsehen, Radio auch nicht mehr trauen, darüber zu berichten, ohne sich mit der Kommission abgestimmt zu haben. Was darf denn gesagt werden? Das wäre geradezu orwellhaft. Könnte man es auch mit Carl Schmitt vergleichen? Also die Rechtsberatung also des Dritten Reichs? Carl Schmitt war ein Jurist, soweit ich mich entsinne. Von dem stammt ja der Spruch, die Macht hat der die Macht über den Ausnahmezustand hat. Was Carl Schmitt über Medien gedacht hat, ist mir nicht so bekannt, aber er gilt als einer der Vordenker überhaupt vom Überwachungsstaat, ist auch von anderen Überwachungsstaaten, den dort Verantwortlichen, gelesen worden. Nicht nur vom Dritten Reich, für die er selbst gearbeitet hat. Ich denke, jemand wie Carl Schmitt würde wahrscheinlich seine Freude daran, wenn man mit solch subtilen Mitteln die Leute dazu bringt, sich selbst zu zensieren, sodass überhaupt nicht mehr eine Kommunikation zustande kommt, dass die Leute in großer Zahl auf die Straße gehen. Was würde denn dieser Zensur, die da als Datenschutz daherkommt, mit der menschlichen Psyche machen?
Ja, die Menschen hätten wahrscheinlich in erster Linie Angst vor den drakonischen Bußgeldern. Übrigens Artikel 79 des Verordnungsentwurfs. Und die Menschen würden sich selbst kontrollieren. Es gibt da auch Aufzeichnungspflichten, Artikel 28. Wenn man Informationen über andere Menschen verbreitet, selbst wenn die das wollen, müsste man aufschreiben, an wen man das alles geschickt hat. Und immer wird es vermischt praktisch mit dem Thema Datenschutz, damit die Öffentlichkeit dazu Ja sagt. Aber man stelle sich vor, man bekommt die Einwilligung von jemand und möchte jemand, dass er eine Information weitergibt an viele Leute auf einen größeren Verteiler. Aber man müsste das dokumentieren. Denn die Überwachungsbehörde, die würde auch dann Prüfungen machen können bei jedem, der Informationen verarbeitet oder bei jedem, der Informationen verbreitet mit automatischen oder halbautomatischen Mitteln. Und hatte man diese Aufzeichnung nicht, drum wieder Riesenbußgelder. Die Menschen würden sich selbst kontrollieren, wenn sie über bestimmte Dinge nicht mehr nur noch reden dürften, ohne automatische Hilfsmittel, oder dass alles Informationen nur noch verbreiten dürften, ohne Nennung konkreter Personen. Irgendwann würde die Schere im Kopf einsetzen. Die Leute würden Denkblockaden bekommen. Es würde ein Riesenklima der Angst entstehen. Es ist ein perfekterer Überwachungsstaat, als es je bei der Stasi gegeben hat. Deswegen der Vergleich mit Orwell. Man könnte es auch mit dem okkulten Konzept der Bannkreise vergleichen. Nur bei einem Bannkreis ist die Vorstellung eine magische Vorstellung, dass man auf eine magische Weise das Denken der Menschen blockieren würde. Hier wäre es über die Schaffung eines Klimas der Angst in der ganzen Europäischen Union vor diesen Riesenbußgeldern. Ja, fast Orwell. Was sollte man denn da machen? Ja, das, was wir hier auch versuchen, das Ganze transparent zu machen, zu zeigen, wer da betroffen ist. Und klar, unser Herz schlägt für die Presse, unser Herz schlägt für die Medien, für die Blogger. Ich möchte noch weitere Bevölkerungsgruppen aufzeigen, zum Beispiel die Politiker. Kurze Frage, wären da eigentlich auch Jugendliche von betroffen, die auf Facebook posten? Könnte das sein? Also, dass man also dann auch also Jugendliche in Regress nimmt? Ich habe die Befürchtung, dass da auch Jugendliche betroffen wären. Was dieser Verordnungsentwurf besonders schützt, sind Daten und Informationen über Leute, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Das heißt aber nicht im Umkehrschluss, dass von den Sanktionen, wenn junge Leute selber Informationen weiter posten im Facebook, wo auch immer, dass die davon verschont bleiben würden. Diese Frage habe ich mich noch nicht beschäftigt. Ich habe die Artikel dieses Verordnungsentwurfs gelesen, könnte aber jetzt nicht ausschließen, dass bei den Dingen, wonach ich nicht ausdrücklich gesucht habe, irgendwo in den Erwägungsgründen vielleicht noch etwas steht, was sie ausnehmen würde. Aber in den Artikeln selber habe ich nichts gefunden. Dann wolltest du gerade sagen, so wie ich mitgekriegt habe, also Politiker wären da auch von betroffen. Könnte man sich dann vorstellen, also es gibt so einen Landesfinanzminister, also Hessen, Rheinland-Pfalz, der also irgendetwas sagt, so über die EU-Kommission und dann also auch also so riesen Bußgelder bekommt? Ja, das ist hochinteressant. Also die Politiker sind, das steht in einem der Erwägungsgründe des Verordnungsentwurfs, den weiß ich leider nicht auswendig. Da möchte ich auf unseren Artikel wie ein Bannkreis der Angst auf unser Politikblog verweisen. Politiker sind ausdrücklich auch betroffen, soweit es um Informationen geht, die sie im Rahmen des Wahlkampfs verbreiten und wo es um politische Meinungen anderer Leute geht. Es steht aber nicht drin, dass sie nur in dieser Hinsicht betroffen wären. Und selbst wenn es nicht im Rahmen eines Wahlkampfs gemacht wird, dann werden sie halt nicht als Politiker, sie werden so wie jeder andere auch betroffen, der nicht ausdrücklich ausgenommen ist. Ja, die EU hat ja jetzt eine ganze Menge Instrumente gemacht, um in die Finanzen einzugreifen der Staaten,
vom Stabilitäts- und Wachstumspakt, wo die EU ja schon Auflagen machen kann, sie ins Defizitverfahren kommen, wenn sie mehr als 0,5% Neuverschuldung haben, oder das Ungleichgewichtsverfahren, wo Staaten leicht reinkommen können, wenn sie bei bestimmten wirtschaftlichen Größen sehr hohen oder sehr niedrigen Wert haben, vielleicht Deutschland mit seinen Exportüberschüssen, oder auch die haushaltsmäßige Überwachung, wo die Kommission eine beliebige Meinung veröffentlichen kann, was sie am Haushaltsentwurf geändert haben möchte. Und dann, die Regierung das nicht umsetzt oder das Parlament den Haushalt nicht so beschließt, dann könnte die EU-Kommission sagen, das gilt dann als Verletzung des Defizitkriteriums, und dann sagen, der Staat muss ins Defizit verfahren. Also da ist ein gewisses Spannungskonfliktpotenzial zwischen der EU-Kommission und den Parlamenten, die bei Haushalte beschließen, und auch den Finanzministern auf Bundes- und Landesebene. Ich beziehe mich jetzt auf EU-Verordnung 2011/0386 COD. Ja, und da könnte es schon mal sein, dass ein Finanzminister oder, also Artikel 5 und Artikel 6 dieser EU-Verordnung, oder dass ein Parlamentarier, dass der sagt, Moment mal, wir haben doch in Wirklichkeit überhaupt kein Defizit oder keines über 0,5%. Und hier diese haushaltsmäßige Überwachung, die Kommission macht da zwar Änderungsvorschläge, aber die kann doch einen nicht zwingen, das umzusetzen, dass es da empörte Äußerungen gibt in Massenmedien, irgendwie in Medien, die mit automatischen Hilfsmitteln hergestellt werden, und sei es in Flugblättern. Und wenn die Kommission dazu nicht Ja sagt, dann könnte das durchaus passieren, dass die auch solche Bußgelder bekommen. Oder der Wahlkampf, Europawahl 2014, könnte zu einem Selbstgespräch der EU-Kommission werden. Es gab ja jetzt Anfang 2012? Ich glaube ja, Anfang 2012 hat man so schon die haushaltsmäßige Überwachung eingeführt. Und da gab es ja von Olli Rehn, also ein Schreiben, an die Regierung, also von Belgien, was ja also ziemlich drastisch also aufgefasst worden ist, was ja auch berechtigt war. Wäre nicht so etwas also dann also etwas also wo man diese Politiker dann also wirklich mit Millionen Bußgeldern belegen kann? Ich muss an einer Stelle möchte ich korrigieren. Es war im belgischen Defizitverfahren, und wo Olli Rehn es sehr eilig gehabt hat, wo der meines Erachtens auch dem Land Belgien gar nicht die Gelegenheit gegeben hat, alle Fristen, die es hatte im Defizitverfahren, für seine Reaktion auszuschöpfen. Und ich denke, das hat auch dort für Empörung gesorgt. Und ja, es könnte natürlich jetzt, wenn sie, selbst wenn ein Land gar kein Defizit hat oder beziehungsweise nicht mehr als 0,5%, was da nach der verschärften Stabilitäts- und Wachstumspakt noch erlaubt ist, und die Kommission möchte einfach Änderungen am Haushalt haben, wie gesagt, Artikel 6, Artikel 9, EU-Verordnung, dieser genannten EU-Verordnung, beziehungsweise ganzen Haushaltsentwurf umgehen lassen, das wird wahrscheinlich für noch mehr Ärger sorgen. Und da werden ganz viele Abgeordnete vermutlich an die Presse gehen und sagen, das geht so nicht, oder im Internet posten, oder Leserbriefe werden die Leute schreiben. Und auch ein Teil der Finanzminister wird sich empören, wenn sie merken, was da beschlossen worden ist. Und ich denke, denen drohen auch solche Bußen. Ich meine das jetzt also, da ist ja in der Presse auch und auch also von den Politikern gesagt worden, was macht da Olli Rehn? Und das ist ja ein entscheidender Punkt, also bei dieser Datenschutzfrage. Ja, also, um das jetzt mal darauf anzuwenden, Sie müssten erstmal Olli Rehn um Erlaubnis fragen. Der würde die Erlaubnis wahrscheinlich nicht geben. Alleine das würde ein Bußgeld kosten. Dann müsste man, selbst wenn Olli Rehn sagt, ach ja, Pressefreiheit ist gut, und gibt jedem, der ihn anfragt, seine Erlaubnis. Er hat ja voll die Kontrolle. Jeder müsste ihn fragen, der da Leserbrief schreibt im Internet. Oder Leserbrief schreibt, der in die Zeitung soll. Die wird ja auch mit automatischen Mitteln hergestellt, mit Maschinen. Und da jeder, der ein Flugblatt schreibt, jeder müsste ihn um Erlaubnis fragen. Selbst wenn er es all diesen erlauben würde, auch die Politiker, die über ihn reden, die im Wahlkampf über ihn reden, und das mit automatischen Hilfsmitteln, die nicht einzelne Personen auf der Straße ansprechen, sondern automatische Hilfsmittel einsetzen, und sei es, dass sie ihre Wahlkampfrede filmen und dann ins Internet stellen. Wäre das auch so das Mikro im Parlamentsgebäude? Das ist eine sehr gute Frage.
Ich vermute schon, das ist ja auch dafür da, dass hunderte Leute einen hören können. Ja, ich glaube auch, das wäre betroffen. Aber mit Sicherheit, wenn man es vor den Medien sagen würde oder große Zahl Flugblätter machen würde. Ich denke auch, das Mikro im Bundestag müsste der Mikro, wenn man sicher gehen wollte, müsste der Bundestag dann ohne Mikro arbeiten, wenn man da noch über konkrete Personen reden will, ohne die vorher gefragt zu haben. Oder wenn man, vor allem die Folgenanalyse, die man machen müsste, über Themen, die der EU-Kommission nicht passen, oder über, wenn man etwas im Internet posten will. Und normalerweise, die Bundestagsdebatten, die werden ja medial, werden die übertragen. Da sind ja zumindest in Plenarsitzungen, ist ja ganz viel, was live übertragen wird. Und es würde ja, wäre bei dieser Verordnung, wäre nicht nur der, den man dort Controller nennt, der dafür sorgt, dass die Inhalte reinkommen, der da etwas sagt oder der den interviewt, nicht nur die wären betroffen, nicht nur Medium und Politiker, sondern betroffen wäre auch der, der die technische Umsetzung macht. Auch die wären betroffen davon. Auch die müssten sich, würden diesem Bußgeldrisiko ausgesetzt. Wäre es dann auch also im Europaparlament der Fall, also wenn die Übersetzung gemacht wird? Eine sehr gute Frage. Die Übersetzer liefern ja nicht die eigentlichen Inhalte und sie sorgen auch nicht selber für die Technik. Eine sehr gute Frage, ob die Übersetzer betroffen wären, ob die als zusätzliche Controller angesehen würden, wenn die einfach übersetzen würden, ohne sich vorher zu vergewissern, dass eine Folgenanalyse eingeholt worden ist und dass die Person, die auch die Folgenanalyse auch für korrekt und umfangreich genug befunden wird und dass die betroffene Person, über die da geredet wird, auch zugestimmt hat. Also ich bin mir nicht 100% sicher, ob Plenardebatten betroffen wären, weil der Hörerkreis ja noch geringer ist. Aber sobald da eine Debatte ist, die übertragen wird, wäre sie mit Sicherheit betroffen. Es kann natürlich sein, dass die Mitgliedstaaten dann sagen, die und die Dinge wollen sie ausgenommen haben. Aber alles, was sie vergessen auszunehmen, das wäre, würde voll getroffen. Selbst wenn sie ihr Staatsfernsehen und ihr liebstes Konzernfernsehen ausnehmen würden, alle anderen würden voll getroffen. Was ist eigentlich also mit den Unternehmern? Die haben ja auch Webseiten und die berichten auch manchmal. Die haben auch eine Meinung. Wie sieht das denn also bei Unternehmen aus? Ja, ich denke, die Unternehmen würden darauf achten, möglichst nur noch über sich selbst zu reden, nicht mehr über andere. Sie würden wahrscheinlich auch nicht mehr über befreundete Unternehmen reden. Selbst wenn die damit voll einverstanden sind und die sich gegenseitig empfehlen, die müssten ja eine Folgenanalyse einreichen. Es ist auch unklar, was mit Altfällen passiert und wie man diese Zensursystem überhaupt erkennen will. Was ist ein Altfall, was schon vor Inkrafttreten der Verordnung im Internet gestanden hätte? Bei Zeitung kann man es ja am Veröffentlichungsdatum erkennen. Und dann die ganzen Bürokratielasten. Ist ja vielleicht noch verständlich, wenn man mit Daten von Personen umgeht, dass man mit Kundendaten ordentlich umgeht, anderen vertraulichen Dingen. Aber Unternehmer im Internet würden sich, was Meinungsäußerung angeht, dann nur noch über sich selbst berichten oder zumindest nicht mehr über Einzelpersonen aus anderen Unternehmen. Wäre das ein Aus für Facebook? Weil Facebook setzt ja auf Unternehmen. Da posten aber auch Leute. Eine sehr gute Frage. Diese Kampagne, um dieses Zensurinstrument durchzusetzen, die setzt ja sehr darauf, Unternehmen wie Google und wie Facebook zu dämonisieren. Ich denke, es ist für die Propaganda da. Ich könnte mir vorstellen, dass man diese Unternehmen bewusst in Kauf nimmt oder dass man sie möglicherweise wirtschaftlich damit unter Druck setzen können will, damit sie selber freiwillig zum Teil eines des Zensursystems werden, dass diese Unternehmen dann selber dafür eingesetzt werden,
ihre Kunden fertig zu machen, wenn diese Kunden unliebsame Sachen sagen, vor allem im Internet. Der Punkt ist, die haben ja diese ganzen Daten und wenn sie selber befürchten, als Prozessor, der die technische Arbeit liefert, selber Ärger zu kriegen, dann könnte man sie damit möglicherweise sehr bereitwillig machen, dass sie ihre eigenen Kunden fertig machen, die nur ihr Recht auf Meinungsäußerung oder auf Pressefreiheit ausgeübt haben im Internet. Ich vermute, dass es darauf hinausläuft, dass man diese Unternehmen gegen ihren eigentlichen Willen selber instrumentalisieren will, bei dieser Orwell-Sache mitzumachen. Bevor ich jetzt mal auf die Internationalität dieser Zensur eingehen will, würde ich doch noch mal die Frage ein bisschen andersrum stellen. Wird der Unternehmer, der also ja auch Facebook hat, um seine Kunden zu erreichen, und wo die Kunden sagen, ja, das finde ich toll, oder na, das also finde ich auch gut, so, da wird der Unternehmer sich sehr wahrscheinlich also sagen müssen, ich muss darauf verzichten, weil es könnten ja Nachrichten also in seinem Facebook sein, die also der EU-Kommission unangenehm sind. Und dann möchte ich also dann auch direkt weiterleiten, also das ganze Ding ist ja nicht nur europaweit. Ja, wie welche Facebook-Einstellungen möglich sind, darüber kenne ich mich nicht so sehr aus, weil ich Facebook nie in so großem Umfang angewandt habe, dass ich alle Einstellungsmöglichkeiten wüsste. Ich habe schon gesehen, dass es Facebook-Seiten gibt, wo man scheinbar dann nur sagen kann, finde ich gut, finde ich nicht gut, wo man keine umfangreichen Kommentare abgeben kann. Möglicherweise könnte man sich darüber schützen und man könnte vielleicht sagen, wenn der Unternehmer eben das nur diese Einstellung macht und wenn er das ja anbietet, dass die Leute sagen, Unternehmen finde ich gut, finde ich nicht gut und vielleicht nur einen von mehreren vorgegebenen Kommentaren auswählen können, das könnte für so ein Unternehmen noch eine Lösung sein. Aber klar, wo man das nicht begrenzt und wo die Leute dann auch etwas anderes sagen können, was vielleicht unerwartet ist. Und es müsste ja nur reichen, es könnte ja schon passieren, wenn die EU-Kommission das Unternehmen auf dem Kicker hätte und jemand lobt das Unternehmen und nennt konkrete Personen aus dem Unternehmen, die der toll findet. Und diese konkreten Personen haben nicht eingewilligt, okay, oder sie würden einwilligen, aber trotzdem ist keine Folgenanalyse da. Es müssten nur konkrete Personen genannt werden. Schon könnte man diesem Unternehmen schaden, weil Internet und keine Folgenanalyse. Ja, zur Internationalität, Artikel 40 und folgende, die ermöglichen der EU-Kommission, außer bei ausgenommenen Fallgruppen, das gibt es eine ganze Reihe, zum Beispiel Gerichtsprozesse sind ausgenommen, zum Beispiel, wenn es um Handel geht zwischen Unternehmen, dass die EU-Kommission die Verbreitung von Daten über natürliche Personen oder Kommunikation über natürliche Personen mit Drittstaaten oder mit Personen in Drittstaaten, also Staaten außerhalb der Europäischen Union oder auch mit internationalen Organisationen ganz untersagen kann oder beschränken kann. Und zwar, was die Kommission sagt, die haben keine vergleichbaren Datenschutzregeln, also gemeint sind Zensur, Überwachungsregeln, was nicht vergleichbar ist. Gleichzeitig ist da eine Ermächtigung drin für die EU-Kommission, mit Staaten außerhalb der EU zu verhandeln, mit denen völkerrechtliche Verträge abzuschließen, wo die sich verpflichten, auch solche Instrumente einzuführen. Das würde also nicht nur zu Internet umgekehrt in ein Instrument der Verdunkelung, der Zensur, der Überwachung, der Repression, Verfolgung mit drastischen Bußgeldern innerhalb der EU, sondern auch darüber hinaus. Die hätten ja entsprechende Verhandlungsmacht, dadurch, dass sie die Kommunikation erheblich einschränken könnten, wenn andere Staaten nicht aus dem Internet so ein Überwachungsinstrument machen wollen. Ich sehe davon betroffen, grenzüberschreitende Kommunikation, Gerichtsverfahren, wie gesagt, sind ausgenommen. Man könnte noch zum Internationalen Strafgerichtshof gehen, wenn man da etwas hat. Aber
wenn man sonst sich wendet an internationale Organisationen, da gibt es zum Beispiel die Sonderberichterstatter zu verschiedenen Menschenrechtsthemen der Vereinten Nationen. Und es gibt auch Menschenrechtsfachausschüsse zu einzelnen Menschenrechtsverträgen oder den UNO-Menschenrechtsrat. Wenn man sich dahin wenden will, diese Kommunikation könnte sehr wohl dann beschränkt werden. Oder auch wenn man anderen internationalen Organisationen sich an diese wenden will. Ich habe jetzt die Menschenrechtsinstrumente der UNO genannt, weil da auch unter bestimmten Voraussetzungen sich auch Einzelne hinwenden können. Und diese Kommunikation könnte unterbunden werden. Ich habe mal eine andere Frage. Widerspricht das nicht den Prinzipien, wo sich ja auch die EU drauf verpflichtet hat, auf die Prinzipien der UNO-Charta? Eine interessante Frage. Die Prinzipien der UNO-Charta, da ist in den Verträgen der EU, das meine ich, Artikel 22, könnte auch 21 sein, da geht es darum, was sie in ihrer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik macht, dass sie das mit in ihre Entscheidung einbezieht, dass aber die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik ist sowieso normales Völkerrecht. Die UNO-Charta ist höher, da ist das kann die damit nicht umgehen. Aber die EU hat in Artikel 2 EU-Vertrag ihre Werte, auf die sie verpflichtet ist, nämlich Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte. Aber gemeint sind nicht die Menschenrechte der UNO, sondern die Menschenrechte, die in der EU-Grundrechtecharta stehen und die Menschenrechte vom Europarat, von der Europäischen Menschenrechtskonvention des Europarats, auch nicht die Menschenrechte aus den Verfassungen der Mitgliedstaaten. Ja, und da gibt es auch interessanterweise einen Artikel 8 EU-Grundrechtecharta, da geht es um Datenschutz. Und die Artikel 51, glaube ich, ist der Grundrechtecharta, sagt aber auch, die EU-Grundrechte dürfen nicht benutzt werden, Kompetenzen der EU auszuweiten. Und ein Grundrecht auf Datenschutz gibt es bei der EU ja nur, um unsere Daten zu schützen vor der EU und vor den Mitgliedstaaten, soweit sie EU-Recht ausführen. Und hier macht man ja gerade den Deckmantel des Datenschutzes, kümmert sich um andere Grundrechte und Menschenrechte so gut wie gar nicht. Also nichts von wegen, überhaupt nicht die Berücksichtigung der Unteilbarkeit der Menschenrechte und dass man die in verhältnismäßigen Ausgleich bringen muss. Ja, es gibt ja nicht nur die Unteilbarkeit der Menschenrechte, sondern man hat ja auch so, also, ich weiß jetzt nicht, also die Bundesregierung hat sich geäußert, ja, im Außen. Also wenn also Daten nach außerhalb von Europa gehen oder nach außerhalb der Staaten, dann sollte also diese Verordnung greifen. Aber da gibt es ja das Prinzip, also es gibt ja drei Prinzipien, das dritte ist ja, sind ja die Menschenrechte, da gibt es ja das Prinzip also der Völkerfreundschaft, dass jeder nach außen hin kommunizieren darf und kann. Und das würde das ja heftigst unterlaufen. Ja, das war ein Taz-Artikel, wo auch Kritik der Bundesregierung drin stand, dass das Ganze viel zu weit geht. Nur mal zusammenzufassen, also einmal die Kritik der Bundesregierung, dieser Verordnungsentwurf ginge viel zu weit. Und aber einiges, was da bezüglich grenzüberschreitender Dinge drin steht, fand man doch gut. Der Taz-Artikel sagt aber jetzt nicht genau, was der Bundesregierung zu weit ging. Und der EU-Ministerrat sagt, die Lasten für die Unternehmen sind zu hoch. Das schreiben die deutschen Wirtschaftsnachrichten. Aber bei beiden habe ich nicht die Details gesehen, weiß ich also nicht genau, welche Regelung man meint, dass sie zu weit gehen. Von daher ist es schon eine gewisse Hoffnung, dass der Ministerrat nochmal Änderungen haben will. Die Frage ist natürlich, wird man da diese Kritik, die da geäußert worden ist, die war ja nicht zum Schutz der Presse, nicht zum Schutz der Blogger, nicht zum Schutz der Menschenrechtler, will man auch für die noch Dinge entschärfen? Die andere Sache ist diese Prinzipien, die du meinst, von der UNO-Charta. Artikel 1 UNO-Charta stehen ja die Prinzipien und auch wofür es die UNO gibt. Da ist einmal der Frieden, da ist die Völkerfreundschaft, da ist, die sind die Menschenrechte der UNO und dass die UNO einer der wichtigsten Orte der Welt ist, wo man diese Dinge zu verwirklichen sucht. Und die Völkerfreundschaft
Ja, daran angelehnt gibt es in Artikel 19 Allgemeine Erklärung der Menschenrechte auch das Recht auf Meinungsfreiheit. Und da steht es, anders als in manchen Verfassungen und anderen Menschenrechtsverträgen, und als in Menschenrechtsverträgen drin, dass ausdrücklich auch das Recht geschützt ist, grenzüberschreitend zu kommunizieren. Natürlich kann man auch Menschenrechte verhältnismäßig einschränken, aber hier, das ist völlig unverhältnismäßig und es scheint völlig aus dem Blick geraten zu sein, dass bei Menschenrechten der UNO, an die die Staaten ja auch gebunden sind, dass die auszulegen sind, auch im Lichte der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und dass es eben auch die grenzüberschreitende Kommunikation schützt. Und hier ist dann wirklich ja relativ durchsichtig, dass man der Kommission die Macht gibt, ihr unliebsame Kommunikation zu beschränken. Ich sehe vor allem zwei Dinge, wo es Anhaltspunkte gibt, dass man das beschränken will. Nämlich einmal, dass es bei der angeblichen Euro-Rettung überhaupt nicht um die Euro-Rettung, sondern um Bankenrettung geht und was die menschlichen Kosten sind, wie viele Menschen hungern in Griechenland. Wir haben ja eben das Interview gehabt mit der griechischen Zensurverordnung. Gut, das ist etwas, was aus Griechenland wohl entstanden ist, nicht von der EU kommt. Aber auch diese Nachrichten sind der EU unliebsam und ich sehe schon Grund zur Befürchtung, dass die Kommission sich darauf auch stürzen würde, diese Nachrichten zu unterbinden oder die vielen Menschen, die in Spanien hungern. Und ich sehe ganz konkret die Gefahr, dass Nachrichten, die es braucht, um den Frieden zu schützen, dass die unterdrückt werden können, soweit sie unliebsam sind. Ich frage mich, EU-Internetkommissarin Nelly Kroes war bei mehreren Bilderberg-Konferenzen. Bilderberg ist ja nicht nur ein Netzwerk, wo es um Bankeninteressen geht, sondern auch wo es um militaristische Interessen geht und wie man bei Bilderberg meint, wie die EU und die NATO sich weiterentwickeln sollten. Und 2011 bei der Bilderberg-Konferenz, ganz offiziell bilderbergmeetings.org, war zumindest Internet ein Thema, wenn auch nicht das Hauptthema, und Frau Kroes war da. Und dann hat sie zusammen mit Karl Theodor zu Guttenberg, ein Lobbyist des militaristischen Denkfabrik European Council on Foreign Relations, in Anfang 2012 für diesen Zensurverordnungsentwurf beworben, Datenschutzverordnungsentwurf angeblich. Und wenn diese Personen da sind, dann ist das doch ein Grund, genauestens zu untersuchen, inwieweit da militaristische Interessen mit verwoben sind. Das ist ein genauer Grund, wenn ich EU-Abgeordneter wäre. Ich würde darauf bestehen, dass erstmal der Herr zu Guttenberg gefragt wird, welche ECFR-Interessen sind da? Warum hat er das mit beworben? Und was wurde auf der Bilderberg-Konferenz 2011 besprochen? Gleiche Bilderberg-Konferenz, wo auch zwei Themen zum Euro auf der Tagesordnung standen und auch Hauptakteure da waren. Hermann von Rompuy war da, Christine Lagarde war da, Jean-Claude Juncker war da. Gibt es das Interesse, solche Dinge zu verdunkeln, dass die nicht beleuchtet werden? Will man Berichterstattung darüber finanziell ruinieren? Diese Dinge gehören auf die Tagesordnung im Parlament und in Medien. Das, was den Personen besonders unbequem ist, die für diesen Verordnungsentwurf werben und auch darin, ja, wo es Indizien gibt, dass sie da mit Interessen involviert sind. Vor allem die Frau Kroes sollte mal gründlichst befragt werden. Ja, merkwürdigerweise also, versucht man ja, oder besser gesagt, sagen wir mal nicht versucht, also, stellt sich das ja alles so dar, als wären da die bösen Lobbyisten, also da wird also riesengroß drüber berichtet, also dass die bösen Lobbyisten also da also Einfluss genommen haben. Aber es scheint niemand zu lesen. Es scheint einfach niemand zu lesen. Und was dann kommt, sind dann ist so eine Art Schlagwortdemokratie. Ja, Datenschutz. Juhu, wir sind alle für Datenschutz. Wir lesen zwar nicht, aber wir sind alle für Datenschutz. Und was ist mit den Leuten, also die lesen? Ja, die Leute, die das gelesen haben, und wenn sie bei ihrer Kritik vielleicht auch nur mal ein einziges Signalwort haben, das in die Schublade passen könnten,
werden ganz leicht als Verschwörungstheoretiker abgestempelt, wenn man dann Fragen stellt, Moment mal, warum taucht der denn da auf, warum wirbt der denn da dafür, hat er nicht Eigeninteressen? Ja, ich denke, man hat das auch als Datenschutzverordnung auch getarnt, um bestimmte unliebsame politische Bewegungen gleich sich selbst diskreditieren zu lassen. Ich denke zum Beispiel an die Piratenpartei. Da sind einige Leute auf den Zug aufgesprungen und zitieren aber in ihren Stellungnahmen für diesen Verordnungsentwurf nicht einen einzigen Artikel. Da fragt sich, haben die das gelesen oder haben die nur Berichte darüber gelesen? Wir haben ja hier Artikel zitiert. Wir haben es gründlich getan in unserem Artikel wie ein Bankkreis der Angst. Und ich denke, dass manchen zum Beispiel die Piraten ein Dorn im Auge sind, weil die sind für Pressefreiheit, für Freiheit des Internets. Die wollen der Überhöhung des geistigen Eigentums entgegenwirken. Die wollen keinen Orwell-Staat. Und ausgerechnet von den Piraten Leute dahin zu kriegen, dass sie sagen, hurra, Datenschutz, und gar nicht merken, dass dieser Verordnungsentwurf alles andere, wofür sie stehen, verrät und damit die Piratenpartei deren Glaubwürdigkeit völlig zu zerstören droht. Ich denke, das ist Teil der Strategie. Am stärksten scheint man aber bei die Grünen dafür zu gewinnen. Einmal deren Angst natürlich, die Piraten machen ihnen Konkurrenz. Deshalb müssen sie noch mehr für Datenschutz sein. Weil der Berichterstatter im Europaparlament, im Rechtsausschuss, ist ja auch einer von den Grünen. Und dass es für Zensur benutzt werden kann, kommt bei ihm noch gar nicht vor. Worauf du angespielt hast, es gibt eine Webseite, die heißt Lobbyplug, die listet minutiös auf, wie Verbände, die diesen Zensurverordnungsentwurf nicht wollen, den kritisieren und wie sie versuchen, dagegen zu lobbyieren und Abgeordneten zugearbeitet haben mögen, die dagegen diesen Verordnungsentwurf sind. Vor allem, denke ich, geht es dort darum, die wirklich heftigen, erdrückenden Bürokratielasten für die Wirtschaft die zu mildern oder für die Wirtschaft Ausnahmen zu haben. Aber wenn Lobbyplug wirklich ernst genommen werden will, dann sollte Lobbyplug wirklich mal schauen auf den Terminkalender von Nelly Kröß und von Karl Theodor zu Guttenberg und inwieweit die vielleicht da Interessen haben. Gut, zu Guttenberg ist hier vielleicht nicht zuständig. Das ist nur ein Indiz dafür, dass militaristische Interessen reinspielen, aber dafür reicht es vielleicht, sich die Frau Kröß anzugucken. Dann sollte vielleicht auch mal geschaut werden, dass Lobbyplug an Dokumente von Bilderberg-Konferenz 2011 kommt. Da sind die Teilnehmerliste ist öffentlich. Dann sollte Lobbyplug mal alle Teilnehmer der Bilderberg-Konferenz 2011 anschreiben. Was ist denn da besprochen worden? Welche Passagen des Verordnungsentwurfs sind möglicherweise von Bilderberg mitformuliert worden? Und welche oder von Konzernen, die da vertreten sind? Und das wäre etwas, was Lobbyplug wirklich mal machen sollte. Und warum diese, ja, ich finde sie geradezu unverschämte Einseitigkeit gegen Konzerne wie Facebook und gegen Konzerne wie Google. Und warum wird nicht beleuchtet, welche Riesenmacht über Daten diese Folgenanalyse der EU-Kommission geben würde, dass die sind, denen man da die Orwell-artige Macht geben würde. Warum ist Lobbyplug da derart einseitig? Ich muss nicht wissen, warum Lobbyplug so ist. Es wäre nur toll, wenn sie sich mal ändern würden. Ja, ein spannendes Thema. Mit einem schwerfälligen Namen. Aber die Hörer sollten sich wirklich also sich dem Thema widmen, weil das könnte wirklich Orwell werden, wenn wir da nichts gegen tun. Ja. Falls sich ein Teil der Hörer gewundert hat, warum wir dieses Thema bringen, es ist wirklich dringlich. Wir wollen auch in Zukunft noch informiert werden über Dinge, die bei Bilderberg, die bei militaristischen Denkfabriken zur weiteren Entwicklung des Weltfriedens gesagt werden. Wir wollen auch weiter informiert werden, was die
menschlichen Folgen dieser Finanzkrise sind und wer sie zu verschulden hat und wollen auch kontrovers darüber informiert werden können. Die Meinung, die die Kommission mag, wollen wir genauso hören wie die, die die Kommission nicht mag. Was wir eigentlich auch bringen wollten, kann ich aber in wenigen Sätzen sagen. Es gibt einen Deutschland-Gesetzentwurf, wo das Stabilitätsratsgesetz geändert werden soll. Stabilitätsrat ist ein ganz vernünftiges Gremium, wo sich die Bundesfinanzminister regelmäßig trifft mit den Landesfinanzministern. Und dann geht es eben darum, wie sie ihre Arbeit bestmöglich organisieren und voneinander lernen sollen. Die tagen vertraulich. Und da sollen sie durch die Gesetzesänderung verpflichtet werden, die Änderungswünsche, die die EU-Kommission hat, im Rahmen der präventiven Komponente vom Stabilitäts- und Wachstumspakt, mit in die Diskussion aufzunehmen. Das kann natürlich dazu führen, dass die Öffentlichkeit nicht alles so mitkriegt, wenn sie nicht bei der Kommission nachliest, was die Kommission beim Haushalt will, bei unserem Haushalt von Bund und Ländern. Und was uns auch noch aufgefallen ist im Fiskalpakt, die Ergebnisse von den Sitzungen der Euro-Gipfel, wenn die Staats- und Regierungschefs sich treffen, die berichtet nur der Präsident des Euro-Gipfels. Werden da die Staats- und Regierungschefs dann zensiert, wenn sie meinen, Moment mal, der Gipfel hat das und das doch vielleicht anders beschlossen? Im Zusammenhang mit dieser Zensurverordnung hier sehen wir, was passiert denn, wenn einer der Staats- und Regierungschefs dann sagt und an die Medien tritt, ich bin aber der Meinung, dass das und das etwas anders besprochen worden ist, als der Präsident des Euro-Gipfels verkündet hat. Oder was passiert, wenn einer von den Finanzministern von Bund und Ländern an die Öffentlichkeit tritt und sagt, dass er mit bestimmten Dingen, die der und der EU-Kommissar zum deutschen Haushalt sagt, nicht einverstanden ist. Und ja, diese beiden Themen alleine hätten nicht genug hergegeben für die Sendung, wenn gleichzeitig über Medien, über der Politik, über den Menschenrechtlern, den Bloggern, dass dieses Damoklesschwert hängt, das im Juni schon aus dem Internet ein Zensur-Überwachungs-Verdunkelungsinstrument gemacht werden soll und ganz Europa zu einem Orwell-Raum machen würde. Ja, ich möchte jetzt noch eine kurze Ansage machen für die nächste Sendung. Bei unserer nächsten Sendung beleuchten wir das Thema ein bekanntes Öko- und Friedensdorf, was wir auch schon mal in der Sendung hatten, das Öko- und Friedensdorf Tamera. Da geht es darum, wie es zu der Gründung dieses Öko- und Friedensdorfes kam und welche Visionen dem zugrunde liegen, ist ein eher vielleicht auch zum Teil spirituelles Thema. Und bei der nächsten Sendung wird es gehen um das geophysikalische Ereignis, das abnehmende Erdmagnetfeld. Wir werden dazu sehen, dass wir interessante Interview-Gesprächspartner bekommen. Dazu werde ich jetzt an dieser Stelle noch nicht Näheres verraten. Die nächste Sendung wird sein am Donnerstag, den 2. Mai ab 19 Uhr. Ich hoffe, unsere Sendung heute hat Ihnen gefallen und verbleibe mit herzlichen Grüßen bis am Donnerstag, den 2. Mai, Ihr Volker Reusing. Herzlichen Dank fürs Zuhören und jetzt kommt noch etwas Musik.